verstehen. Sie müssen zum Publikum sprechen. Sie müssen alles vereint tun. Das ist Ihr Stück, Monsieur. Und darum müssen Sie vielleicht versuchen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, Mon Dieu. Ich habe es versucht. Wollen Sie mich anhören oder nicht? Sie müssen das leben. Sie müssen es finden im Leben, was D'Artagnan und die drei Musketiere füreinander empfunden haben. Auch D'Artagnan war den Musketieren gegenüber voller Hass und Ablehnung, genauso wie sie ihm, aber sie haben es überwunden. Und am Ende wurde auch er zum Musketier und sie waren loyal und treu einander verbunden. Das geht nicht. Diese Gefühle sind tot, verstehen Sie denn nicht? Deswegen brauche ich sie doch! Aber ich kann diese Gefühle in Ihnen nicht wiederbringen. Ja, aber Sie können sie für mich fühlen! Nehmen Sie den Zorn! Bringen Sie ihn auf Papier! Wenn ich zornig wäre, wäre ich nicht hier. Sehen Sie sich an, was ich geschrieben habe. Verstehen Sie nicht, dass Sie... und Mut. Sie widersprechen sich selbst, Monsieur de France. Wenn ich zornig wäre, wenn ich so wäre, wie Sie mich haben wollen, wäre ich nicht hier, weil... Aber warum Sie denn mir nicht? Gleich. Warum denn nicht? Warum sind Sie nicht zornig? Ich habe ihn gedemütigt, Ihren Freund. Der steht doch draußen, wie ein Wachhund vor der Tür. Sehen Sie doch, werden Sie zornig. Warum sollte ich zornig werden? Ich habe das doch gemacht, sehen Sie das nicht? Was für ein schlechter Mensch ich bin. Was ich nicht alles tue! Mr. Benutzt habe ich ihn! Sind Sie zornig oder sind Sie besorgt? Mon Dieu! Es muss fertig werden! Verstehen Sie denn nicht? Also ich bin besorgt, Maddie. Ich bin zornig. Wir dürfen nicht miteinander reden! Er hat mit mir geredet, weil ich ihn angriff. Monsieur de France. Sie werden mich nicht dazu bringen, Sie zu hassen. Sie werden mich nicht dazu bringen, zornig zu sein. Das ist mir fremd. Und wenn ich auf ihn schieße? Wenn Sie dann zornig? Nein, dann werde ich Sie erschießen. Monsieur de France. Sie können nur auf einen von uns beiden schießen und der andere wird Sie erwischen irgendwie. Aber sehen Sie es denn nicht? Sehen Sie denn nicht die Passion? Verstehen Sie es denn nicht? Freundschaft! Mon Dieu, alle meine Freunde sind tot! Die sind alle tot! Sie sind gefallen in der Tor, allesamt! Was für Ehre und Loyalität gibt es noch im Leben? Es gibt keine mehr für mich, aber Sie haben sie. Ehre, Loyalität, gucken Sie sich, wie Sie für ihn sich einsetzen. Sie können das schreiben. Sie können es auf die Bühne bringen. Halten Sie sich an das, was ich geschrieben habe. Helfen Sie mir. Es ist etwas Großes, etwas von Dauer. Etwas Sinn. Monsieur de France, ich muss Ihnen jetzt etwas Schockierendes mitteilen. Sind Sie bereit? Stehen Sie fest auf beiden Beinen dort. Es gibt einen Grund, warum ich nicht dazu geschaffen bin, dieses Stück für Sie zu schreiben. Und warum Sie derjenige sind, der dazu auserkoren wurde, dieses Stück zu schreiben. Monsieur de France? Und Mr. de la Cruz ist mein Zeuge, ich habe es ihm im Vorfeld schon gestanden. Ich verabscheue die drei Musketiere. Es ist mir zuwider. Es ist ein Stück, das sich mir niemals erschlossen hat. Auch wenn ich es im Wesen und im Kern begriffen habe, weil ich das alles nicht durchlaufen musste, was diese Männer durchlaufen haben. Was sie auch durchlaufen haben mit ihren Kameraden und Freunden. Wenn sie mich also bitten, dieses Stück zu schreiben, dann erniedrigen sie es, denn sie geben diese Verantwortung, diese hohe Verantwortung jemandem in die Hand, der es nicht zu schätzen weiß, aber sie lieben es. Sie sehen etwas darin, das ihnen kein anderer so nahe bringen könnte, diesen Menschen, die diesen Saal füllen könnten, wie Sie, Monsieur de France. Sie haben eine Verantwortung diesem Stück gegenüber. Ich werde niemals diese Passion, diese tiefe Liebe und... Das werde ich nicht tun, Monsieur de France. Sie werden von mir, wenn ich ein Stück schreiben würde, eine leere Hülle bekommen, die voller Verachtung und vielleicht sogar Spott und Ironie sein würde. Sie sind dazu geboren, denn sie lieben es leidenschaftlich. Sie lieben es aus tiefstem Herzen und diese Leidenschaft bewundere und respektiere ich und... haben mich dazu bewogen, dem Mann, dem ich durchaus zugeneigt bin, zu bitten, vor der Türe draußen stehen zu bleiben. Deuten Sie bitte, Monsieur, Sie kennen sich aus mit Etikette und mit... Sie wissen, was das bedeutet, für eine Frau etwas sowas von ihrem Mann zu verlangen.
von ihrem Begleiter. Ich bitte sie also zu sehen, dass ich das tue, weil ich die Kunst in ihnen ehre und weil ich mich geehrt fühle, zumindest zum Teil ein Auslöser dafür zu sein, dass all diese Gefühle in ihnen in Wallung gebracht werden, diesem Stück endlich den Glanz und die Glorie zukommen zu lassen, die es verdient. Aber Monsieur, das müssen Sie tun, denn Sie haben die Liebe für das Stück. Die habe ich nicht. Dann sind sie entlassen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Over. Monsieur Overbeck. Hallo. Pardon.
Ja. Alles gut. Na. Okay, so. Dann haben wir das. Einen wunderschönen. Pardon, ich suche Monsieur Arlington. Haben Sie jemand von ihm vielleicht gesehen? Da will ich tatsächlich mal beim Arzt nachfragen, weil die müssen das wissen. Ich glaube, gestern oder vorgestern war er noch da gewesen. Ah. So. Ja. Wunderbar. Oha, schönen Tag. Ebenfalls. Ich bin auf der Suche nach Monsieur Arlington. Mir wurde gesagt, ihr könnt ihn finden. Oh. Ist er Arlington? Nein, er war heute Vormittag hier, aber ich habe ihn seitdem nicht gesehen. Falls Sie ihn sehen, können Sie ihm ausrichten, dass ich bedauerlicherweise unmöglich länger warten kann. Ich werde in Annesburg gebraucht. Sicher. Empfehle mich. Oha. Auf Wiedersehen. Na was? Auf nach Annesburg. Dringend. Ich brauche dringend mal eine Uhr. Ich bin mir sicher, ich habe viel zu lange geschlafen. Viele, was gibt es? Möchtest du etwas mit mir besprechen? War ja auch noch ein wilder Ritt bei die letzte Mal, ne? Also, das ist ein bisschen schade mit dem Sheriff, Arlington. Das passt mir ein bisschen OOC schwer heute, dass er nicht unbedingt so dringend sprechen will. Vor allem wegen der Sache, die ja eigentlich schon verurteilt war. Er will mich nämlich, hatte der geschrieben, mit der Jacques sprechen wegen dem Vorfall mit Curtis. Ich weiß nicht warum, ich bin ja schon verurteilt gewesen. Wahrscheinlich, ich kann nur annehmen, dass er das nicht als Sheriff tun will, sondern einfach so mal hören will, wie die Situation ist. Und er sagt, jetzt ist von äußerster Dringlichkeit, macht da ziemlich Druck. Persönlich ein bisschen schwierig für mich. Aber ich würde heute eigentlich ganz gerne das Konzert machen. Loggen, aber den Stream nicht so wirklich beenden. Mir wurde empfohlen, nicht so offen darüber zu reden. Ihr werdet sehen, wenn ihr dran bleibt.
Ne, deswegen habe ich ein bisschen zeitlich noch mehr eingespannt als sonst. Müssen wir mal schauen, was das ist. Aber jetzt natürlich erstmal haben wir ja in unserem Terminkalender stehen heute 20.30 Uhr. Hannesburg, Anna, okay. Hoffen, ob wir das alles zeitlich schaffen. Und wir hoffen, dass Curtis kommt. So viele Faktoren, die wir alle hoffen. Ich hatte noch zwei andere Telegramme gerade, die habe ich mir jetzt gar nicht gemacht, weil Arlington halt sehr erfolgreich, sehr gut Druck macht. Ich spüre den Druck des Gesetzes auf meinen Schultern. Und ansonsten muss ich auch noch, wie gesagt, zwei andere Telegramme, die ich sehr interessiert bin. Ich weiß gar nicht, von wem die kommen, aber das war noch mehr am grünen Arm ist Jack immer eingespannt. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Er wird immer schneller mit Pistolen ziehen, ne? Ich zieh mal rein. Genau. Ja, hat er ja schon, ne? Als Curtis sein, also laut Jack auf jeden Fall, als Curtis sein Gedächtnis verloren hatte, da. Also, wenn du Jack fragen würdest, der würde sagen, dass der das wohl hinkriegt. Auch ohne Curtis. Ich hab mir auch gerade nochmal, falls ihr das beim Countdown gerade gehört habt, ich hab mir das auch nochmal nebenbei angehört und diesen Dialog von der Maddie, dieser Monolog, Entschuldigung, dieser Monolog von der Maddie, als sie erzählt, dass er diese Sachen Freundschaft und so hat. Ich weiß gar nicht, ob Chuck diese Sachen hat, ob der diese enge Bindung zu Curtis eigentlich hat. Irgendwie schon, aber irgendwie sind die auch immer wieder getrennt. Ne? Das ist halt so eine ganz, wie gesagt, eine sehr physische Beziehung, die beiden haben. Und eigentlich ist das ja nicht vergleichbar mit dem, was er früher mit seinen Soldaten hatte. Das war ja was ganz anderes. Die sind ja wirklich zusammen. Obwohl, dann denke ich wieder so an so Sachen wie Van Horn. Die bräuchten eigentlich einen äußeren Feind. Dann raufen die sich super zusammen. Die Indianer. Obwohl, ne, da hat Curtis ja auch so zitiert. Also ich weiß nicht, ob man das sagen kann bei denen, dass die, um dieses Stück zu schreiben, wieder diese Loyalität und diese Freundschaft zu leben. Das ausreicht, was er damit benutzt hat. Moment ist auf jeden Fall auf Eis gelegt. Definitiv. Jack sieht da keinen Sinn drin. Schreibblockade hat er ja schon gehabt. Gerade als die Musiktiere aufeinander. Können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob er da in dieser Welt den Input nochmal bekommt, daran weiterzuschreiben. Bonjour! Ah, bonjour! Ach, die Kavallerie! Im Einsatz, ah? Könnte man sagen, ja. Kameradschaft und Frohsinn. Geht es zu gefährlichen Abenteuern? Der öffentliche Dienst, die Rache patrouillieren. Sehr gut. Ich bin auf dem Weg nach Annesburg. Dort heiratet heute Anna Oakley, wissen Sie? Ach, Frau Oakley, also ich wusste das heute im Hauptstadtshof und ich wusste nicht von wem. Ui. Müssen Sie sich aber beeilen, Sie sind ein wenig spät dran, wa? Nö, wieso? Ich bin pünktlich, ich habe noch eine Stunde Zeit, ne? Ach so, na gut, dann hat mir der Lieutenant eine falsche Zeit gesagt. Naja, 20.30 Uhr. Ja, wir haben es 20.22 Uhr, Sir. Und hier sind Sie sicher? Ja, aber natürlich. Mon Dieu! Au revoir! Einen guten Ritt. Ihnen auch! Oh mon Dieu! Moment, das muss ich hier einmal. Freunde brauchen einen äußeren Feind, um zusammengeschweißt zu werden. Und der äußere Feind vernichtet sie am Ende. Welch Tragödie. Boah, aber dafür sind sie dann, sterben sie dann am Ende gemeinsam als Freunde. Uah! Wieder nicht geblutet! Mon Dieu!
viel los hier, ey. Bonjour! Geht es auch für Sie nach Annenburg, ah? Oui, natürlich. Oui, parlez-vous français? Sprechen Sie Französisch, Monsieur? Das ist ja großartig! Ja, natürlich, aber sagt, wo er... seid ihr genau? Ich? Na, ich komme gerade aus Strawberry. General Strawbesitzer Strawberry, Oui, Monsieur. Helft mir mal mit dem Namen. Ah, kein Problem, den liebe ich nicht zu sagen, Monsieur. Der Name ist Jacques de France. Jacques de France, oui, oui. Ich muss zugeben, das glaube ich noch nie gehört zu haben. Das ist unmöglich, Monsieur. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie will eben zu scherzen. Nimmt es nicht für ungut. Ich merke mir nicht. Meistens nur die wichtigsten Personen im Kampf. Ja, deswegen ja. Das ist ein sehr guter Witz, Monsieur. Ja, kennen Sie nicht Jacques Dies, Curtis Montiel? Kennt ihr den Herren? Ja. Oui, oui. Ja, in Ordnung. Alle, mon Dieu, alles Franzosen in die Kutsch. Oh Gott, was da? Ich komme aus Alabama. Oh, das tut mir leid, Monsieur. Das stimmt auch. Na, dann begleite ich Sie nach Annenburg. Wie war Ihr Name, Monsieur? Mein Name ist Charles Dupont. Charles. Mon Dieu! Ein sehr schöner Name. Wunderschön. Ach, die französische Sprache hier zu hören. So wenig. Überall Allemand. Ich sage Ihnen überall Deutsche. Kaum eine Franzose, aber in Annenburg. Meines Wissens in Annenburg, der Sheriff, der riesige, ist auch Franzose. Ah, Hugo Manet. Oui, den kennen Sie, ja? Ja, mit denen hatte ich schon mal das ein oder andere Gespräch geführt, als er sich noch in Armadillo herumgetrieben hat. Hm. Treibt er sich dort nicht mehr rum, Monsieur? Nun, nein, er wurde ja zum Stadtsheriff von NS Bürger, wenn ich nicht genau weiß, wo er davor war. War er... Er sollte nie wird gerade so geflüstert, oui. Monsieur, wo kommen Sie eher aus Frankreich, wenn ich fragen darf? Ah, ich komme aus dem Norden Frankreichs, aus einem kleinen Fischerdorf. Der Normandie, Monsieur. Oui, das kleine Dörfchen Fugue, insofern ihr das kennt. No, kenne ich nicht. Ich bin aus Paris, Montmartre, wenn Ihnen das etwas sagt, Monsieur. Oui, das hatte ich zumindest schon mal gehört. Nicht wahr? Wer kennt nicht Montmartre? Passen Sie auf, in Van Orden sind viele Verrückte. Ich bin Verrückter. Sollten Sie auf uns schießen, schlage ich Ihnen aber vor. Sie müssen echt ein wenig mit Ihrem Pferd aufpassen, das ist ganz schön eng hier. Na, passen Sie mit Ihrer Kutsche auf, Monsieur. Mein Pferd hat kein Problem. Sieht alles ruhig aus. Letztens, wir wurden dort überfallen. Reiten Sie ruhig vor, Monsieur. Und wenn Sie schießen, auf Sie geschossen wird, geben Sie Gas. Halten Sie auf keinen Fall an. Ich meine, geben Sie Ihrem Pferd die Sporen. Wie komme ich nur auf dieses Gas? Und hier. Na, rest mal die. Diese. Wegen dem Typen da vorne? Achso. Monsieur Gutscher, wir müssen uns noch mal dringend darüber unterhalten, was schneller reiten und anhalten bedeutet. Aber ist schon in Ordnung, es ging ja alles gut. Ja. Mon Dieu, ein Franzose, ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, ob Sie meine überschwängliche Freude merken. Ist das fantastisch? Oui, man hört es so leicht heraus, oui. Naja, ich bin nicht so gut darin, meine Gefühle zu verbergen, ne? Ich bin ja auch Künstler, ne? Aber das wissen Sie sicher, Sie haben ja schon von mir gehört, das haben wir ja schon gehört. Ihr seid Künstler.
Ja. Ach, da hat jemand der Monsieur seine Uhr. Bitte, Mister, ich habe euren Namen schon wieder vergessen. Monsieur, Ihre Hochnäsigkeit gefällt mir. Natürlich, Jacques de France ist mein Name. Ich kann Ihnen auch gerne dreimal sagen, damit Sie ihn sich behalten können. Jacques de France! Moment. Jacques de France! Erstmal müssen wir klären, was Ihre Hochnäsigkeit heißt. Hier ist niemand hochnäsig, wir sind nur unseres Standes bewusst. Ihre Standesbewusst? Sie kommen aus einem Fischerdorf in Paris, in der Normandie? Das ist ein sehr guter Punkt, aber wir klären die Sache gern nochmal bei mir so aus, insofern ihr Interesse habt. Ja, Sie machen mich neugierig, Monsieur. Wo ist denn Ihr Zuhause? Das können wir zu einem geeigneteren Zeitpunkt unter vier Augen klären. Na gut, ich kann Ihnen sagen, nach heute Abend werden Sie sich die Finger lecken, mich kennenzulernen, Monsieur. Ich spreche. Wie geht es allen Beteiligten? Naja, ich war hier und dort, musste mir das Herz brechen lassen. Du kennst das sicher. Ich suche Anna Oakley. Nee. No? Jack, hast du dein Telegramm gelesen? No, noch nicht. Aber ich musste mich ja beeilen, damit ich rechtzeitig herkomme. Guck dir das Telegramm von Arlington an, ja? Oui, was will er denn von mir? Ist doch alles. Ja, ist doch alles geklärt. Ich war doch schon in die Gefängnis. Nee, nicht wegen der Körperverletzung. Der möchte wegen was anderem reden. Ach so, ich verstehe. Ah, dann dir weiß ich. Mir und Chuck. Mir und Curtis. Ja, Curtis, Entschuldigung. Naja, man kann uns leicht verwechseln. Wir sehen aus wie eineiige Zwillinge. Ja, ja. Gestalt. Wer der Typ in der Kutsche? So, Lillian Boldy, Theodor Sternheim. Nördlich von Annesbrunn. Mittlere der drei. Nördlich von Annesburg, der mittlere der drei Wege mit dem Haus auf der linken Seite. Okay. Lillian Boldy. Wer geht der Herrschaften aus ihrer Frage? Innenelferdreher. Linkbund der Ehe. Zweite, zwölfte schon etwas vor. Das ist ja wirklich mal wieder ein Dingen, ey. Ach Gott. Termine. Hä? Ja, was ist das? Ist das nicht richtig? Also, muss es hier markieren. Also, ich mir natürlich irgendwo abspeichern. Also. Also nördlich von Annesburg. Wege der drei. Stehe ich nicht. Wünsche ich noch einen guten Abend. Jacques de Francais ist auf einer Hochzeit eingeladen. Viel Spaß, Jack. Den werde ich haben, immer. Benehmen Sie sich gut. Kann ich nicht versprechen.
Patrouille. Wie ist das? Uiuiuiui, das war aber knapper, als ich zugeben möchte. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Wege der drei nördlich von Annesburg, linke Seite aus. Morje! Sieht ihr überall äußer? Unmöglich. Da ist noch etwas, eingezeichnet. Wie ich mir das an? Na. Der Wegfindung kann nur ein Deutscher verstehen. Unglaublich. Hier ist nichts. Wieder herunter, wieder zurück, wieder rüber. Mario! Was ist das hier? Was ist das? Oh Mann! Ui, alles gut, mein Freund. Alles gut. Warte, ja, mein guter. Das tut man nicht alles für die Kunst, hä? Wir mal offen, dass hier etwas ist. Ja, Grüße. Hoch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Freut mich eingeladen, Lawrence zu sein. Naja, ich dachte, er wäre schon ihr. Ich habe ihn noch nicht gesehen, glaube ich. Ich war aber auch abgelenkt, gerade mit meinem Ehegelübde. Also ich kann sagen, ich weiß nicht, ob er das hier. Also. Na, nervös, hä? Na, natürlich. Anna ist eine unglaubliche Frau. Meinen Glückwunsch. Das ist sie. Na, danke. Na dann, dann will ich mal mein Pferd anbringen, ne? Machen Sie das, die meisten Pferde sind oben auf dem Hügel oder hier ne, in den Bäumen, da wo Platz ist. So. Kurz mal OOC was klären. Vielleicht ist ja Monsieur Arlington hier.
Ah, Mister de la France, oui? Das bin ich, Monsieur. Oh, wir haben uns gerade schon aus der Kutsche gegenseitig angeschrien. Sagt, für den Anfang habt ihr zufällig ein Streichholz oder so? Natürlich, Monsieur. Für einen Landsmann habe ich immer alles. Das, was Sie brauchen. Bonjour. Hey. Ist alles gut? Wissen Sie was, Monsieur? Nehmen Sie zwei. Ach, merci. Vielen Dank für die Großzügigkeit. Haben Sie etwas zu rauchen, Monsieur? Wir müssen zusammenhalten. Natürlich, wenn wir das ansehen, man nie auch hier? Sie mitkommen. Der ist auch irgendwo. Aber der ist da. Na gut. Da fallen hier auch vor. Wissen nicht, ob ich könnte vermuten. Mhm. Genau. Gut. Dann wisst ihr Bescheid. Was du bist. Dann. Ah, dann seien, wie gesagt, Hinweis nicht über Hügel gehen, ne? Ja. Ja, wo sein, Mané? Ich wollte mit ihm sprechen. Kurz. Frage. Ich such mal gerade, wo er ist. Ah, wir stellen uns unten an den Weg. Ist wohl das Beste. Hm. Mauer. Wer du jetzt sagen, dass du solche Worte sprechen hast? Hast du ein Problem mit meiner Freundlichkeit hier? Ich habe ein Problem, dass Leute wie ihr mir mein Auge weggenommen haben, mich überfallen haben. Na, dann beschwere dich doch bei denen, die dir das Auge genommen haben. Na, dann ist das wohl ein Pech für dich. In der Tat. Wer du überhaupt sah, ne? Stadt der France. Ich kann meinen Namen mit Ehre sagen. Jedem, der es hören will. Aber deinen Namen nicht kennen doch. Ja. Waren du nicht der, dir wollten alle Stämme befrieden und alles mit weißen Männern und alles? Ui. Damals dachte ich noch, wir wären gleich. Wir hätten etwas, was uns verbindet. Ja. Achten auf Tonarzt, sonst verlieren zweite Sauber. Diesmal nicht. Schön. Ein bisschen Stress mit den Mails. Oh Gott. Arme Männer. Da bin ich gemutet? Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Gemutet. So, was wollte ich denn noch machen? Genau. Nutzen wir doch die Zeit. Um hier mal ein bisschen was nebenbei zu bauen. Ich bin natürlich mal wieder auf dem letzten Meter. Bin ich natürlich mal wieder hier dran. Wieder ein bisschen umwerfen. Achso, wartet nicht. Wie geht's euch denn, Leute? Erzähl doch mal ein bisschen. Wie geht's dir? Gesehen, du bist okay mit der Sportgruppe? Ist alles cool bei dir? Ich find's super, dass du mitmachst. Und die Idee ist ja eigentlich auch dahinter, dass man
dich motiviert, halt irgendwas zu tun, wenigstens, weißt du? Darum geht's einfach nur. Der Preis ist auch gar nicht so toll, wenn man sagt, wie hätte ich jetzt nicht sehr sagen. Bilder. Speichern. So. Oh, da stehen die ja noch. Ach, mon Dieu. Ich hoffe nun, dass wir vielleicht jetzt einige Worte austauschen können. Ja, ich stehe Ihnen zu Diensten. Wollen wir dort hinübergehen? Ich mag diese wilden. Ja, haben Glück auf euren Pfaden. Was treiben diese Rothäuter hier eigentlich? Sind die eingeladen oder wie darf ich mir das vorstellen? Nicht, Monsieur. Wenn ich Ihnen sagen, ich bin in dieses Land mit die beste Absicht gekommen. Aber auch mittlerweile, ich kann Ihnen sagen, die wollen nicht als Rauben, nicht als Wegelagerer und die wird der Schlimmste sein. Nun, die haben nicht, ich kann mir das auch gar nicht nur vorstellen, dass die überhaupt eingeladen sind, aus dem Grund, die Dame hatte irgendwie da so ein abgeacktes Tierteil im Gesicht hängen und, nun, wie soll ich sagen, das ist nicht unbedingt das, was ich von feierlich in dem Sinne einer Hochzeit halte. Nee. Aber sagt, was treibt euch so um? Was macht ihr, um über die Runden zu kommen? Ja, alles Mögliche. Hauptsächlich betreiben wir eine General Lawrence Strawberry, Monsieur. Oui. Wir sind haben. Naja, wir sind noch dabei, es zu versuchen auszubauen, brauchen Personal. Eine großartige, stadtübergreifende Kompanie zu gründen. Die Dreamers Kompanie, wissen Sie, Monsieur. Die versucht den. Den Menschen das zu geben, was sie brauchen. Ihren Traum zu verwirklichen hier in Amerika, ne? Ihren Traum zu verwirklichen? Na, lassen Sie es mich so erklären, Monsieur. Sagen Sie, Sie waren vielleicht Fischer. Ja, aus in der Normandie, ne? Und möchten es unbedingt wieder werden, aber Sie wissen nicht wie. Sie wissen nicht, wie das Kapital, wie Sie an das Kapital rankommen. Pardon, ich war nie Fischer. Ich komme aus einem Fischerdorf. Hey, das ist nur ein Beispiel, Monsieur. Was sagen dann? Pardon, Monsieur, ich wollte Ihnen natürlich nicht zu nahe treten. Alles, was ich sagen wollte, ist, wir alle haben doch mal diesen Traum von einem Beruf, von einer Profession, ne? Oui. So. Sagen wir, Ihre Wunsch von einer Profession wäre, naja, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nur als Beispiel, Sie wollen einen General Store besitzen und betreiben, ne? Aber ihnen fehlt das Stadtkapital, sie wissen nicht wie und wo. Sie möchten sich vielleicht unter den gemeinsamen Schutz einer großen Dachorganisation stellen, ne? Dann kommen wir ins Spiel, die Dreamers Company. Wir statten sie mit allem aus, was sie brauchen, Monsieur. Das Ziel ist, dass wir eine übergreifende, kooperative Firma gründen, ne?
Nun, die sich gegenseitig unterstützt in schweren Zeiten. Finanziell, als Lieferant. Das ist der Sinn der Dreamers Company, Monsieur. Bedauerlicherweise ist es sehr schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass unsere Absichten redlich sind. Vielleicht liegt das auch an unserem Ruf, ne? Ruf, das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Wie sagt man so schön, der Baum wirft Schatten, je nachdem von wo die Sonne scheint. Also je nachdem von wo sie schauen, ist eben auch wieder ein Ruf so etwas, was nicht wirklich stattig ist. Aber ich verstehe schon, was ihr meint, sagt, wie weit gehen diese Dreamers-Zusammenschlüsse oder wie ihr es dann auch immer nennen wollt. Denn also heißt das, dass es zum Beispiel nur, als Beispiel nur Büchsenmacher sich zusammenschließen dürfen oder nur Gewerbetreibende? Erstmal geht es darum, dass wir grenzübergreifend Kontakte knüpfen. Warten Sie, ich habe hier einen Kontrakt, den Sie sich mal angucken können. Vielleicht erläutert er es Ihnen besser, wo habe ich ihn denn hier? Vielleicht erläutert er es Ihnen besser, was das Ziel ist. Ja, merci. Gut, dann gib mir mal einen Moment. Natürlich. Nehmen Sie sich alles Zeit damit. Ich bin völlig beruhigt, dass Sie diese Wilden weg sind. Diese Strauchdiebe. Nehmen Sie sich alle Zeit der Welt. Ich kann hier einfach still neben Ihnen stehen. Im Stillsein bin ich sehr gut. Wie ein Mäuschen kann ich still sein. Dreamers Company. Naja, der Store in Strawberry heißt Dreamers Corner. Und wir würden natürlich alle neuen Läden, die wir eröffnen, dementsprechend als Traum verkaufen. Als amerikanischen Traum, denn das ist es ja, weswegen wir alle hier sind. Wegen die eine große Traum. Oh, dann lass mich das mal kurz überfliegen. Natürlich, ich bin völlig still hier, neben Ihnen. Zwischen der Dreamers Company. Wir sind Sie ganz gut. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Vertreten. Hier in der Wolltet Sonne. Ihr nicht still sein? Natürlich. Bin ich das nicht? Nun, ich kann euch mal zeigen, was bedeutet still zu sein, aber ich muss mich erstmal hierauf konzentrieren. Ah, okay. Naja, mir wird oft nachgesagt. Wissen Sie, wie Sie wissen, mein Spitzname in Frankreich bei der Armee war Bavard. Wie Sie wissen, ja, bedeutet Plauderer. Naja, also, das ist natürlich aber sehr zurückhaltend formuliert, ja. Namen sind die Schall- und Rauch-Monsieur, ne? Naja, hier bin ich ein neuer, ein anderer Mann. Hier versuche ich mich stetig darin zu bemühen, still zu sein, wenn das gewünscht ist. Ne? Ich werde immer besser, Monsieur. Genau wie mein Audi, das wird auch immer besser. Ich tauche quasi unter in der Menge der Leute, ne? Hier, ich schon fertig? Bin fertig mit Lesson, oui. Sie sind aber ein sehr schneller Leser, Monsieur. Ach, ich habe viele Talente. Aha, unter anderem, was wäre denn das so für Talente, die Sie haben? Kommt darauf an, was Ihr als Talent bezeichnen würdet. Also ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Personen, die sehr viel reden, sehr schnell und lange still sind, aber das wäre ja etwas, was für euch niemals zutreffen könnte. Oh, Monsieur, Sie schmeicheln mir, ich danke Ihnen. Nun, Monsieur, sagen Sie, sind Sie ein Mann, der, wie könnte man es formulieren, ein Mann, der sich nicht zu fein ist, auch mal die Hände schmutzig zu machen? Ach, wisst ihr, die Zeiten, wo ich mir selbst die Hände schmutzig gemacht habe, die sind es, nun, was heißt zum Glück, das waren sehr prägende Jahre. Aber sie sind zum Glück nun doch schon vorbei. Jetzt habe ich meine Leute, die sozusagen sich für meine Wenigkeit die Hände dreckig machen. Es muss eben immer, wie sagt man so schön, so einem Körper gehören Hände, die sich dreckig machen können, aber eben so ein Kopf, der die Hände steuert. Ich mag, wie Sie reden, Monsieur. Es tut so gut, mal wieder mit jemandem aus der alten Heimat zu reden. Ja. Mit jemandem mit Verstand, meint ihr, Rui. Ich kenne das Problem. Aber wissen Sie, ich bin ein Mann. Sie haben es vielleicht selber festgestellt, ich übe mich stetig darin, aber es fällt mir unheimlich schwer, meinen Mund zu halten. Ne? Und deswegen habe ich, Sie haben es gerade gesehen mit den Natives, deswegen bin ich immer wieder ein Mann der Konflikte. Ne? Immer wieder ein Mann, der... Naja, ich bin auch nicht verlegen darum, anderen Menschen zu sagen, was ich von ihnen halte, Monsieur. Das bringt mir nicht nur Freunde ein, wenn ich das so sagen darf. Und...
Da ich jetzt hier jemanden aus der alten Heimat getroffen habe, ich würde über die Zeit mir gerne eine Freundschaft mit ihnen aufbauen. Die natürlich nicht kostenfrei sein muss. Ich bin sicher, dass man das unter gewissen Umständen machen könnte, aber ich würde gerne nochmal auf euren Punkt eingehen, dass ihr sagte, dass ihr nicht auf den Mund haltet, wie bei diesen, ich nenne es mal Bewohnern der Höhlengruben, die hier gerade an uns vorbeigeritten sind. Wälderhöhlen, schlafen auf Moos. Ui, wie dem auch sei, aber nein, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr wertschätze, ui. Mein alte französisches Sprichwort sagt ja auch immer, hältst du so oft den Mund, dann tust du gar nichts mehr gut. Also von daher, Sprichwörter lügen nie, hat meine Mutter gesagt und meine Familie schätze ich doch sehr. Ui, eine sehr weise Frau. Deswegen bin ich auch immer ein großer Freund davon, der offenen Worte, der direkten Worte. Das ist richtig. Nun, sagt Ihnen, darf ich dann das offene Wort an Sie richten? Sie wirken wie ein Mann, der seine Hände zu steuern weiß. Kennen Sie... Das kann man so sagen. Kennen Sie einen Mann namens Arie de la Cruz? Mr. de la Cruz, ja, der ist mir wohl bekannt. Naja, wissen Sie, ich bin Künstler. Ne? Ich schreibe gerade ein Theaterstück. Es ist Ihnen sicherlich bekannt. Alexandre Dumas. Wer kennt es nicht? Ne? Und er hat eine Frau bei sich. Mon Dieu, diese Frau ist unglaublich. Eine Inspiration. Sie hat das Theaterstück. Sie hat mir so ins Gehirn geschissen, um es mal so zu sagen, Monsieur. Dass ich das Theaterstück komplett neu umgeschrieben habe und es ist fantastisch, ne? Aber ich komme nicht mehr weiter mit dem Stück. Ich komme einfach nicht mehr weiter. Ich brauche ihren Rat, ihre Advision. Ich brauche ihre Passion, ihren Ass auf das Stück. Und so habe ich mir rausgedacht, naja, sie ein wenig wütend zu machen, sie ein wenig zu kitzeln, ein bisschen. Doch die Kunst. Oi. Und in diesem Sinne habe ich mir erlaubt, Monsieur Arie de la Cruz ein wenig anzugehen. Den Richter Gottes von Saint-Denis, wie er sich selber schimpft. Naja, er schrieb mir... Richter Gottes, das ist aber ein sehr, wie soll ich sagen, dicke, aufgestragener Titel. Oui, und ich muss auch wirklich sagen, Monsieur, ich beginne langsam zu vermuten, dass er nicht verdient ist, es sei denn, es kommt zum Äußersten. Naja, jedenfalls, um die Geschichte zu beenden, Monsieur de la Cruz ließ alles über sich ergehen, was ich ihm... die Füße warf und es, mon Dieu, es war ein riesiger Raufen, no? Hup, den ich daraufhin warf. Also wirklich, ich hätte mir das nicht ertragen lassen. Ich weiß nicht, ob er die Mademoiselle beeindrucken wollte oder was auch immer. Aber ich an seiner Stelle, mon Dieu, ich hätte mir das niemals gefallen lassen. Und er ließ es zu. Ich bin mir ein bisschen unsicher, was ihn angeht. Nun mittlerweile, er schrieb mir ein sehr merkwürdiges Telegramm mit einem Bibelpsalm, den ich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob er mir offen den Krieg erklären will. Ich bin aber bereit, diesen Tanz mit ihm zu tanzen, Monsieur. Aber nun ja, schon als Sergeant de Chef in der ersten Infanterie-Regiment, Garde-Moment, habe ich gelernt, dass man sich jeden strategischen Vorteil so früh wie möglich sichern soll. Und daher freut es mich, Sie kennenzulernen, Monsieur. Oh, nun, die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin zwar leider geschäftlich sehr, sehr seitlich verplant, aber ich bin mir sicher, dass man dort die ein oder andere Minute finden kann, um dieses Arrangement zwischen uns beiden ein wenig nach vorn zu bringen. Das würde mich sehr freuen, Monsieur. Wirklich sehr. Und glauben Sie mir, wir sind hier in Amerika, ne? Nichts, was Sie tun, müssen Sie umsonst auch nicht tun. Ach nein, ich, was heißt, Geld brauche ich nicht, aber, aber Ihre Hände vielleicht, ne? Naja, wie soll ich sagen, bezahlen kann ich sie auch noch relativ gut, wenn, dann geht es mir eher um, wisst ihr, die eine anwischt die andere, wenn ich mal einen Gefallen brauche, und ihr versteht schon, oui. Natürlich. Wir würden dann jetzt anfangen, das heißt, wir könnten auch mit nach vorne kommen. Gut. Na dann. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen bis jetzt. Ja, wir können das Gespräch dann noch weiterführen, zumindest die Telegrammnummern austauschen. Das werden wir definitiv.
Monsieur. Auch wenn ich eher ein Freund von der Post und den Briefen bin, aber nun gut, man muss mit der Zeit gehen. Naja, bei den Telegrammen hört immer jemand mit, ne? Das da muss man immer aufpassen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe... Oh, Monsieur Kruger! Ach, Jack, schön, dich zu sehen. Comment allez-vous? Wie geht es Ihnen? Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir? Na, wenn ich Sie sehe, Monsieur Kruger, immer. Monsieur Kruger, ich habe mir erlaubt, das Theater auszuleihen in den letzten Tagen. Ja, ich habe schon gehört. Natürlich. Aber ich denke, das war in Ihrem Interesse. Es geht um die Kunst, Monsieur Kruger. Das Stück ist fantastisch. Alles Gute fängt immer später an. Ich weiß, dass du das gut meintest, aber nächstes Mal bitte unter anderen Rahmenbedingungen. Die haben mich beschwert und Sheriff waren dort. Ich weiß alles. Arias hat mir das erzählt. Oh Dieu, er hat gepetzt, dieser Mann. Er überrascht mich immer wieder. Ja. Aber nächstes Mal ein bisschen, ich musste das gerade biegen, weil du hast erzählt, ich hätte dir Hausrecht gegeben. Ja, aber wir hatten doch besprochen, dass wenn sie ausreise, ich als ihr Nachfolger vorgesehen bin, ne? Richtig, wenn ich ausreise. Ich weiß noch nicht wann, ob das im Januar oder Februar ist. Ein Missverständnis, dann habe ich das wenig zu wörtlich genommen. Ich habe die Weihnachtsgala, Jacques, da muss es gut laufen. Und wenn dort irgendwie Schießereien angedroht werden, ist das nicht gut. Hat der Schießereien angedroht? Der ist dann wie ein Hund. Ja. Glauben Sie mir. Er musste draußen warten wie ein Hund, hat er mir erzählt. Verstehen uns, ja. So, ich muss mich hinsetzen, Monsieur Kruger. Kommen Sie. Schön, Sie zu sehen. Ja. Die Freude war ganz meinerseits, Jack. Verdammt. Ist unerträglich. Ach, sie kommt sogar neben mir. Du kommst sogar neben mir. Und ja. Oder kein Händchen halten, sonst kotze ich. Ich liebe auch seit dem L'amour liegt in der Luft und diese Spannung. Nur auf den billigen Plätzen da. Sehen Sie sich Monsieur Sternein am... Er steht noch steifer als sonst. Ich hätte ihn fast nicht erkannt. Ich dachte kurz, er wäre ein Priesterkollege von... Sternein ist ein prächtiger Mann. Stimmt, aber sagen Sie es ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich verstehe schon. Wir müssen unsere Rivalität aufrechterhalten. Die nationale Rivalität oder die persönliche? Salamand aus Versehen die Treppe runter fällt, ne? Dann ist das keine Tragödie. Inspiriert mich, Monsieur. Du bist ein Monster, Jack. Sie haben ja keine Ahnung. Lieber nicht. Ich will nicht lieber in den dunklen Gemächern rumforschen, um rauszufinden, was dort los ist. Gurtis wollte auch kommen. Ich hoffe, er findet den Weg. Ich habe mich dreimal verritten. Ach du, ich war der Erste, der hier war und keiner war da. Und dann bin ich da bis zum nördlichsten Gebäude geritten. Da stand... Noch weiter nach Norden und ich dachte, wir wären hier am Rand der Welt. Nein, es geht noch weiter. Da war eine vergammelige Hütte und dann dachte ich, das wäre... Die Geburtsstätte von Sternheim. Wie Sie Krüger. Sie sind ja heute so schön böse. Ja, manchmal muss man wie die Sarkasmus auf den Lippen tragen. Aber ein schöner Ort, den Sie sich herausgesucht haben. Ja, sehr rein. Sehr rein. Mr. Dorm sieht aus wie ein Gott, wenn man ihn so von hinten betrachtet. Aber pass auf, es gibt zwei Fragen. Entweder bereitet er sich vor und überlegt, ob er springt. Ich glaube, er will springen. Steht immer. Oh. Wir hätten wetten sollen. Ich hätte gerne ein paar Cent verloren. Das wäre eine würdige Wette gewesen. Ui, das wäre absolut. Ja. Und das wäre eine Wendung gewesen, die hätte niemand erwartet. Oh, nee, das wäre großartig gewesen. Lieber Kupitz. Ja, wohl war, wohl war. Was geht los? Psst. Ich glaube, es war ein Fehler, sich hier hinzusetzen. Thank you.
liebe Gemeinde, wir versammeln uns heute hier im Namen unseres lebendigen Gottes an diesem ganz besonderen Tag, der einige von uns doch recht aufgeregt gemacht zu haben scheint. Und wir sind hier, um Hochzeit zu feiern. Von Anna Oakley und Theodor Sternheim. Ihre Liebe zeigt, wie Menschen sich gegenseitig ergänzen können und erst in der Vereinigung vollkommen werden. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bevor wir nun in diesen feierlichen Anlass eintauchen, möchte ich mit Ihnen einen Moment des Lobpreises und der Hingabe teilen. In dem Lied, das wir gleich singen werden, geht es um mehr als um Worte und Melodie. Es ist im Grunde ähnlich wie das Hochzeitsversprechen. Es ist eine Erklärung, eine Hingabe. I Will Follow ist nicht nur ein Lied, sondern ein Ausdruck unserer Bereitschaft, dem Ruf unseres Herzens zu folgen. Es erinnert uns daran, dass, egal was das Leben uns bringt, wir uns entschieden haben, den Weg des Glaubens und der Liebe zu folgen. Es ist eine Erklärung unserer Entschlossenheit, Jesus Christus in allen Lebenslagen zu folgen. Lasst uns dieses Lied also nicht nur singen, sondern es als ein Gelübde betrachten, das wir heute nicht nur für diesen Moment, sondern für unser ganzes Leben machen. Lasst uns gemeinsam mit einem Herzen voller Entschlossenheit und Glauben I Will Follow singen und unsere Hingabe an den Herrn erneuern. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you, yeah. I will follow you, yeah. Light unto the world, light unto my life. I will live for you alone. You're the one I see, knowing I will find all I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you, yeah. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, fantastisch. Ist der Katholik? Where you stay, ich glaub, ja. I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you, yeah.
I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebes Brautpaar. Wir sind heute hier versammelt, um das freudige Ereignis der Vereinigung zweier Menschen zu feiern, die sich durch ihre Unterschiede ergänzen und in ihrer Einzigartigkeit einander vervollständigen. Anna Oakley und Theodor Sternheim, zwei Persönlichkeiten, die vielleicht wie Tag und Nacht scheinen, aber dennoch eine unvergleichliche Harmonie in ihrer Beziehung gefunden haben. In Kolosser Kapitel 3, Vers 14, dem Trauspruch des Paares, heißt es: Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Diese Worte weisen uns darauf hin, dass Liebe nicht nur die Grundlage einer Ehe ist, sondern auch das Bindeglied, das die Gegensätze vereint und eine Einheit schafft. Anna und Theodor, eure Liebe ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich zwei Menschen, die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, auf magische Weise ergänzen und einander bereichern. Auf der einen Seite Anna, das lebendige Chaos, die kreative Seele, die die Welt mit Farben und Ideen füllt. Ihre offene und fröhliche Art ist wie Musik, die die Herzen berührt. Und auf der anderen Seite Theodor, die Ruhe inmitten des Sturms, die ordnende Hand, die Struktur und Stabilität in das Leben bringt. Die Gelassenheit und Sicherheit ist ein Anker in turbulenten Zeiten. In einer Welt, die oft nach Gleichheit und Ähnlichkeit strebt, habt ihr bewiesen, dass es nicht darum geht, wie ähnlich man ist, sondern wie man sich ergänzt. Eure Unterschiede sind keine Hindernisse, sondern vielmehr die Puzzleteile, die zusammenpassen und ein wundervolles Gesamtbild ergeben. Genau wie die Sonne und der Mond, die zwar verschieden sind, aber doch den Himmel gemeinsam erhellen, habt ihr gelernt, dass eure Unterschiede eure Beziehung nicht schwächen, sondern sie zu etwas Besonderem machen. Eure Liebe hat die Fähigkeit, das Beste aus jedem von euch hervorzubringen und euch zu inspirieren, euch ständig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Lasst uns also in dieser Stunde der Feierlichkeit und des Dankes für die Liebe, die Anna und Theodor verbindet, innehalten und darüber nachdenken, wie wir unsere eigenen Beziehungen stärken können. Denn die Liebe, die heute gefeiert wird, ist nicht nur für das Brautpaar, sondern für uns alle ein Spiegelbild dessen, was wir in unseren Beziehungen anstreben können. Liebe Gemeinde, die Liebe, die Anna und Theodor verbindet, ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass es eben nicht um Ähnlichkeiten geht, sondern um die Akzeptanz und das Respektieren der Unterschiede und das gemeinsame Wachsen. In Epheser Kapitel 4, in den Versen 2 bis 3 heißt es: Seid demütig, sanftmütig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit zu bewahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Anna und Theodor, ihr habt euch für diesen Bund der Liebe entschieden, der von Respekt, Toleranz und Hingabe geprägt ist. Ihr habt erkannt, dass es nicht darum geht, die Individualität des anderen zu ändern, sondern sie zu ehren und zu schätzen. Eure Beziehung ist wie ein Garten, in dem verschiedene Blumen blühen, jede mit ihrer eigenen Schönheit und Einzigartigkeit, aber zusammen ein atemberaubendes Bild der Harmonie erschaffend.
Wie zwei Seiten eines Buches ergänzen sich eure Lebensgeschichten und fügen sich nahtlos ineinander, um eine Geschichte der Liebe, des Verständnisses und des Wachstums zu schreiben. Ihr habt euch entschieden, nicht nur als Individuen, sondern als ein Team zu wachsen und zu lernen. Zu lernen, was es bedeutet, miteinander zu sein, zu kämpfen, zu lieben und zu vergeben. Und während ihr nun gleich den Bund der Ehe schließt, ermutige ich euch, diese Liebe zu kultivieren, wie ein Gärtner seinen Garten pflegt. Lasst Liebe und Respekt die Nährstoffe sein, die eure Beziehung stärken. Lasst Kommunikation und Verständnis die Werkzeuge sein, die eure Bindung formen. Lasst gemeinsame Träume und Ziele die Blumen sein, die in eurem gemeinsamen Garten blühen. Möge eure Ehe ein Ort der Geborgenheit sein, wo ihr einander in guten und in schlechten Zeiten Halt gebt. Möge eure Liebe immer wie ein Licht leuchten, das andere inspiriert und ermutigt. Und möge Gott euch mit Weisheit, Geduld und einer Fülle an Segnungen auf eurem gemeinsamen Lebensweg begleiten. Ihr beide habt euch gefunden, inmitten eurer Unterschiede. Und nun segnen wir eure Vereinigung und wünschen euch eine Ehe, die mit Liebe, Freude und Harmonie erfüllt ist. Amen. Das Brautpaar hat sich dazu entschieden, persönliche Gelübde auszutauschen, die wir nun hören werden. Und wie es zu den beiden passt, ist das eine Gelübde vorbereitet und aufgeschrieben und das andere sehr kreativ und spontan. Und ich bin sehr gespannt, beide jetzt zu hören. Ich denke mal, ich fange dann an, ja? Genau. Anna, ich könnte versprechen, dich zu lieben und zu ehren. Ich könnte versprechen, in Gesundheit und in Krankheit für dich da zu sein. Ich könnte sagen, bis der Tod uns scheidet. Aber das werde ich nicht. Das wäre ein Versprechen für optimistische Paare. Für Menschen, die voller Hoffnungen sind. Aber ich stehe hier an meinem Hochzeitstag nicht optimistisch und voller Hoffnungen. Ich bin nicht optimistisch. Ich bin nicht voller Hoffnungen. Ich bin mir sicher. Ich bin bereit. Ich weiß es. Ich bin ein Arztmann. Ich nehme Herzen auseinander und ich setze sie wieder zusammen. Ich halte sie in meinen Händen. Ich bin ein Arztmann. Daher weiß ich das genau. Du, Anna, bist mein Partner, meine Geliebte und meine allerbeste Freundin. Mein Herz. Mein Herz schlägt für dich und an diesem Tag, am Tag unserer Hochzeit, verspreche ich dir Folgendes. Ich verspreche dir, mein Herz in deine Hände zu legen. Ich verspreche dir mich. Ich möchte dir auch alles schenken, was ich habe, was ich besitze. Mir ist all das gar nichts wert, was ich habe, was ich besitze. Ich würde sogar... Oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen komisch zu sagen. Aber ich würde sogar keine Waffen mehr für dich herstellen, egal was ist. Ich würde alles aufgeben, nur für dich, damit es dir gut geht. Jawohl. Ich bin Anna und ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich habe in dir etwas gefunden, wo du mich, wie Mr. Dormans schon sagte, wo man mich ergänzt.
Ich weiß gar nicht, wo ich wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Hättest du mir damals nicht diese Himbeeren gegeben. Und darum, Theo, ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich dich, naja, immer lieben werde. Du bist immer ein Teil von mir. Wir gehen durch dick und dünn. Ich vertraue niemanden mehr als dir. Und ich verspreche dir, was auch du immer sagst, ich werde mich niemals ändern. Das sagtest du immer zu mir. Deswegen verspreche ich dir, dass ich das niemals machen werde. Genau. Oh, und ich, und so weiter. Und ich dich liebe und ich weiß nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich habe so viele Gefühle in mir drin gerade. Genau. Amen. 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 Nachdem wir nun das Wort der Heiligen Schrift und die Gelöbnisse gehört haben, kommen wir nun zum entscheidenden Teil. Und somit frage ich euch nun vor Gott und seiner Gemeinde. Theodor Sternheim, willst du die hier anwesende Anna Oakley als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren, Freude und Leid mit ihr teilen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und du, Anna Oakley, willst du den hier anwesenden Theodor Sternheim als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Sehr schön. Es ist guter Brauch, dass das Ehepaar Ringe miteinander tauscht. Dazu kommen wir nun. Diese Ringe sind ein Zeichen der Liebe und ein Zeichen des festen Entschlusses, dass ihr beiden euer Leben miteinander teilen wollt. Ringe sind Kreise ohne Anfang und Ende, genau wie die Liebe, die ihr füreinander empfindet. Ach, das ist schön. Nehmt nun die Ringe, haltet sie in euren Händen und tauscht sie aus, als Zeichen eurer Liebe und Verbundenheit. Bitteschön. Dankeschön. Du hast verloren. Danke. Jetzt einfach über den Finger tun? Ja. Mhm. Gib mal deine... Oh, okay. Hand da, so. Und rüber. Uiuiui. Sehr schön. Prima. Bevor wir nun diesen Ehebund endgültig besiegeln, muss ich noch eine Frage an die Gemeinde stellen. Gibt es hier jemanden in der Versammlung, der Einwände gegen diese Ehe vorzubringen hat? Wenn ja, so spreche er sie nun oder schweige für immer. Pardon, natürlich nicht. Sehr gut. Ich dachte, wir dürften schon jubeln. Das kommt jetzt gleich. Theodor Sternheim und Anna Oakley. Im Einklang mit den Versprechen, die ihr euch heute gegeben habt, und gemäß den Gesetzen des Landes und vor allem in Gottes Augen, erkläre ich euch nun offiziell zu Mann und Frau. Ihr seid nun miteinander verbunden. Nicht nur durch eure Worte und eure Ringe, sondern auch durch die göttliche Ordnung.
möge eure Ehe ein lebendiges Zeugnis für die Liebe und das Engagement sein, das ihr füreinander empfindet. Und möge sie in allen Tagen eures gemeinsamen Lebens erfüllt sein von Freude, Liebe und Segen. Amen. 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 Und nun dürfen Sie die Frau küssen. Hurra! Wunderbar, Lamour! Lamour, sehen Sie sich das an! Oh, oui, Mademoiselle, machen Sie einen richtigen Franzosen aus dem Mann! Bravo, bravo! Wunderbar, ist das nicht wunderbar, Monsieur Sternheim? Gucken Sie sich das an! Sie sind traumhaft dabei! Oh, wir dürfen schießen! Jawohl! Lass das raus! Darauf hat Dutch das ganze Jahr gewartet. Sehr schön. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht die Volcanic dabei. Applaus! Du willst nicht $1.60 ausgeben. Dafür lohnt sich das Geld auszugeben für euch. Was sagt denn sie, Monsieur Grammer? Das ist mein Mann. Los geht's! Oh, Claire! Nicht, dass die Indianer denken, oh, wir sind rein. Oh je. Ach, sollen sie denken? Da wenn du gleich die Kamera nicht hast, weißt du warum. Und Olga schreit dann mich. Ist ja da. Ja, und mich schreit sie dann wieder an, was habt ihr mit Ennisburg gemacht? Dann sag ich, das warst du. Ja. Auf jeden Fall danke, dass ihr hier seid. Essen gibt es an der Kutsche. Oder? Ja, es liegt spürbar etwas in der Luft heute. Und das ist nicht nur Schießpulver, sondern ich würde sagen, auch ein wenig Liebe. Und davon wollen wir jetzt noch ein Lied hören. Ja, Musik! Krüger, würden Sie mir die Ehre erweisen für diesen Tanz? Mr. Jack, ich tanze nicht mit Männern. Nicht? Nein. Wenn ich meine Stimme so verstelle? Das ist unsinnig, das ist ja nicht richtig. Jack, ich habe kein Problem, ich bin ein Mann hohes Ansehens. Ich kann nicht einfach tanzen mit dir. Komm, lass uns tanzen! Frag dich alleine. Ihn, er hat gerne tanzen. Ich muss mal ganz kurz um die Ecke, ich bin gleich wieder da, ja? Beat of a rolling wind can be turned away. Sie hört, Helga. Ja, bitte. Ich glaube, heute ist der richtige Moment, um unser Kriegsball zu begraben. Ja, denn überhaupt kein Kriegsball. Natürlich, ich hatte einen Kriegsball gegen sie ausgegraben. Ach, du bist nicht dein Daumen im Kopf. Wirklich jetzt, also ich will Ihnen das hier einmal zeigen. Das wollte ich Ihnen eigentlich im Frieden geben, um das Kriegsball zu begraben, aber... Naja, also wirklich. Nein, ich hatte schon. It is where we are. It's enough. Ja. Nehmen Sie es und verbrennen Sie es. Was ist das? Nein, das ist eine Schmähschrift gegen Sie. Ach, also ein Schmähgedicht. Wir müssen reden jetzt. Machen wir gleich. Aber wir reden hier, ich bin noch einen Moment da, oder? Ach, wegen die Telegramm. Am 2.12. Nein, wir reden gleich. Oui, oui. Ach so, okay. Ich muss leider Monsieur Kruger davon abhalten, mit mir zu tanzen, Monsieur Kruger. Es tut mir leid, ich kann leider nicht. Noch ein kleiner Scherz. Wir sind auf einer Hochzeit, lachen Sie. Ich lache die ganze Zeit. Aber wieso Ruger nicht? Ich lache doch. Sie es. Bloß weil ich nicht mit dir tanzen will, Jacques. Einen Jacques de Francais stößt man nur einmal zurück. Ich tanze mit dir nicht. Das ist etwas respektlos. Ich will ja auch gar nicht mehr. Ach, du willst nicht mehr? Nein, ich will überhaupt nicht mehr tanzen. Dann ist doch alles in Ordnung, dann freue ich mich wieder. Na gut. Sehr schön. There's a rhyme and reason. Eine wunderschöne Hochzeit, ne? Das ist wunderschön. Das ist wunderschön.
Mon Dieu. Sieht einer nicht umwerfend aus. Ich liebe sie auch. Ich liebe euch beide auch. Alle, das ist sehr gut. So ist das bei L'Amour, bei der Hochzeit. Ne? Nächste Woche Jacques heiraten, auf Egal. Jacques. Ich wünschte, das wird unmöglich sein. Ich werde nicht heiraten in dieser Leben. Ich kann keine zwei Hochzeiten. Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. And can you feel mein Bauch? Ich um. Aber es ist noch nicht schicklich, nun jetzt so essen zu gehen, ne? Und jetzt ist göttlich. It's enough. Ich weiß nicht. Ich hoffe, er kommt noch und wir können hier noch ein wenig zu Ehren des Brautpaars spielen. Ansonsten singe ich alleine. Das ist überhaupt kein Problem. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Wunderschön. Wunderschön. Wundervoll. Richtig gut. Bravo. Wir wollen zum Abschluss beten. Dankeschön. Ist der. Ich bin nicht gläubig. Jacques, wo ist Curtis? Da vorne. Gütiger Gott. Da vorne? Wir danken dir für diese wunderbare und teilweise explosive Hochzeitszeremonie, in der Anna und Theodor ihre Liebe und Hingabe zueinander verkündet haben. Dort hinten? Wir bitten dich, schön. Segne sie auf ihrem gemeinsamen Weg, der heute als Ehepaar beginnt. Möge deine Liebe ihre Beziehung weiterhin stärken und sie durch alle Höhen und Tiefen des Lebens tragen. Gewähre ihnen Weisheit, um in der Liebe füreinander zu wachsen, und gib ihnen Geduld, um einander in allen Momenten zu verstehen. Herr, lass ihre Ehe ein Ort der Sicherheit und des Trostes sein, wo sie Frieden und Freude finden. Gib ihnen die Kraft, durch Herausforderungen zu gehen und in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Segne sie mit deiner Gnade und Liebe, die stärker ist als alle Schwierigkeiten. Lass ihre Liebe füreinander Tag für Tag tiefer werden und sie immer wieder neu füreinander entdecken. Wir danken dir, Gott, für deine Gegenwart in dieser Zeremonie und bitten dich um deinen Segen für Anna und Theodor in ihrer gemeinsamen Zukunft, und mögen die beiden immer genügend Himbeeren haben. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen. Amen. Das Brautpaar wird nun langsam in Richtung Hütte gehen und wir als Gemeinde werden uns dann gleich anschließen und dort werden sie dann die Glückwünsche entgegennehmen. Und Munition brauchen sie auch viel. Grüß dich, Götti. Hallo, Pedro. Wie geht's dir? Nachdem wir dich haben hängen lassen. Erstmal ist wichtig, wie es dir geht. Gut. Gut? Ja. Weißt du wieder alles? Ja. Alles mit dir kommt drin? Ja. Das ist gut. Das freut mich. Schönen Dank. Ja. Ja. Das wäre leicht nochmal für... Nein, alles gut. Doch. Käse gegessen. Ich habe eben schon diese Jacke gesagt. Ich hätte sowieso nicht. Ja, und ich habe das Kriegsball auch begraben. Nein, es von mir gab es ja auch noch. Aber das ist ja jetzt erledigt, ne? Das meine ich ja. Ich glaube, ich gratuliere als Letzter, dann kann ich erst etwas essen, ne? Ja. Der Beste zum Schluss, ja. Aber dann musst du ja, Nathan. Hat jemand Geburtstag? Wohl wahr, wohl wahr. Was? Jetzt gehst du, was sagst du? Hm? Hat jemand,
Was? Ob jemand Geburtstag hat? Ich hab gesagt, ob jemand Geburtstag hat, weil du gratulieren möchtest. Naja, bei einer Hochzeit gratuliert man. Ach, gratuliert man auch zur Hochzeit dann noch schon? Ja, ja. Ja. Ja, bitte. Ich hab meinen Hut nicht vergessen. Gibt es hier was zu essen? Ja, kannst du gleich haben. Ach, sehr gut. Ich sterbe vor Hunger. War das nicht eine wunderschöne Hochzeit, ne? Ja, war nett. Wenn sich noch mal eine schönere Hochzeit gesehen, wo mehr geschossen wurde. Ich war noch auf keine andere Hochzeit, glaube ich. Na also, dann war sie doch großartig. Ich danke Ihnen. Ja, nicht dafür. Ich gehe da nicht noch. Und wie geht es dir? Ja, die müsste doch der Boss. Ist in Ordnung? Ja. Natürlich. Ja, das war doch rührend. Hättest du Lust, gleich noch etwas zu spielen für die beiden? Mhm. Okay. Deswegen sind wir eigentlich da, oder? Also, ich dachte, weil wir mit der Sternheim befreundet sind. Ach so, stimmt. Hab ich vergessen. Wir sind doch die besten Freunde von ihm. Ja, das vergesse ich manchmal etwas. Ja, weil ich mich ständig mit ihm streite, aber das erinnert, wir streiten uns doch auch ständig. Ja, wir streiten uns ja auch, ständig. Nö, natürlich. Und wir sind ja sogar Brüder. Ui, natürlich. Also. Wir sind ja auch Freunde. Ja, ja. Warum? Ja. Sternein hat mir ja ein Telegramm geschrieben, dass ich unbedingt kommen soll. Ja. Jetzt hat mir noch niemand was gesagt, von wegen nicht. Das erste Mal, oder? Ist denn jetzt der Gentleman, der Monsieur? Oh. Die Hochzeit mit Marker machen, oder was? Ja, wann lässt du dich aufstellen, Jack? Doch, das sehr gern. Oh Gott, der Mimel. Pardon? Wer? Jemand meinen Namen hier gesagt? Nein. Also. Ich hab sie eben begrüßt. Ah. Ja. Hallo. Warte. Wollte dem Brautpaar nicht gratulieren, ihr vier. Natürlich, doch. Wir stehen schon an. Und gleich dingen wir noch etwas. Wer bist du? Ich geh doch jetzt nicht in der Schlange stehen. Zum Gottesdienst gehört, aber dass sie vielleicht, Sonntag ist der Totensonntag ist, dass sie vielleicht dann auch die Weihnachtsgala erwähnen könnten in der Kirche. Wäre das möglich oder ist das werbar? Ey, Stana. Weil und Weihnachten ist ja das Fest der Zusammengehörigkeit und dort ist das gesamte Land. Und es wäre schön, wenn das nochmal bei den Menschen kommt, bevor der Aushang hängt. Dankeschön. Am 16. Dezember, genau, von 20 bis 24 Uhr im Theater. Dankeschön. Ich habe schon über 20 Leute gefunden, die was aufführen wollen. Ja, ist hier noch... Ich denke auch. Also ich versuche mich ja immer selber zu übertreffen und ich denke, das wird der Höhepunkt. Also der Maskenball war schon unübertreffbar, aber das wird, glaube ich, nochmal... Ja, der Fackel halten. Ja, das wäre nett. Kriege ich einen privaten Fackelträger. Warum? In den schwarzen. Ja, in den schwarzen Ummengen. Was? Ja. Warum in den schwarzen Ummengen? Ich wollte mit irgendwem mir die Telegrammnummer austauschen. Oh, so was? Mit dem roten Hals so. Ah ja. Da. Das kommt 100 Leute. Hast du was zu essen? Un moment. Ein Fackelträger. Ich hab das Essen, ja. Ja. Jeffrey, gib mir mal Essen. Dann schmeiß mal was in die Runde. Ja, komm mal mit zur Kutsche. Ich hab doch was. Ich bin ja gerade nicht das ganze. Uhrzeit, ja. Aber. Ja, verdammt. Achso, Entschuldigung. Alles klar. Habt ihr schon gratuliert, ihr beiden? Ja. Ja, wir waren die Ersten. Doch. Meine Hand wäscht die an. Hier geht's ja nicht weiter. Ja. Pardon, Monsieur, sind Sie Allemand? Was wollen Sie? Ich wollte fragen, ob Sie Deutscher sind. Der Herr in Weiß hier. Nein, warum? Ich dachte. Warum brauchen Sie denn noch ein paar Sänger? Ich bin Second Lieutenant Rain Hadan und ich glaube, Sie sind die Sänger aus Strawberry. Oh, ey. Hätte ich sonst jetzt. Wussten Sie von einer. Jaco Curtis. Wussten Sie von das Doktor. Das ist unser Name gefallen, das ist nicht gut. Wussten Sie, dass. Wussten Sie, dass ein paar Doktor. Eine so neue Zentrum im Kopf festgestellt haben? Ja. In die Mitte bei die Kopf, ne? Und sie ist besonders bei Allemand sehr rausgeprägt, bei Deutschen, ne? Jetzt müssen sie viel lachen. Und der sogenannte Jammerlappen, ne? Der Jammerlappen, ne? Bei Deutschen sehr rausgeprägt. Deswegen dachte ich. Nur ein kleiner Scherz, Monsieur. Nur ein kleiner Scherz. Wir sind auf einer Hochzeit, wir sollen Spaß haben.
Der war super, der Witcher. Ja, okay. Sehr lustig. Ich weiß ja nicht, was sie von mir wollen, weil ich bin kein Deutscher. Das ist halt der Unterschied. Ja, da haben sie völlig recht. Deswegen fragte ich ja. Ja, aber dann weiß ich nicht, warum ich darüber lachen sollte. Naja, vielleicht weil sie gerade kein Deutscher sind. Naja, vielleicht sollten sie drüber weinen, weil er dachte, sie seien dumm. Oder ja, am Jammern. Oh, mon Dieu, no, das, also am Jammern, also ja, aber dumm. Er wäre dumm. No, ich dachte, sie wären ein Deutscher, weil der Jammerlappen bei ihnen so ausgeprägt ist, ne? Verstehen Sie? Wer war nochmal der Sänger und der die Gitarre spielt? Das war der Herr zu meiner Rechten, ne? Ja. Das heißt, rein theoretisch brauchen sie das zweite Auge nicht, ne? Ja, Monsieur, jetzt brechen sie aber bei mir hier traurige Tore auf. Ich dachte, das ist eine Hochzeit, soll doch hier Spaß. Also wenn sie es vertragen, können sie ihm das zweite Auge nehmen, ja. Glauben wir, dass er verlieren soll. Keine Hochzeit ohne gute Schießerei, ne? Glauben Sie, die Nazis waren auch schon hier. Ja, ich hab's gesehen. Ich konnte sie aber vertreiben. Ich glaube eher weniger, dass sie sich vertrieben haben. Da bin ich mir sicher, Monsieur. Ich habe die Arme verschreckt und sie böse angesehen, so wie ich das von der Kavallerie gelernt habe. Ja, mein, haben sie etwas gelernt, ne? Oui, oui. Oh, was? Zum Beispiel, wie man sein Pferd so liebkost und lieb hat, ne? Naja, man muss, ne, Pferde... Oder wie man sehr lange im Gebüsch kacken ist. Das stimmt ja nicht. George, kannst du rauskommen? Also... McElroy? George? McElroy? Nathan? Ach, da ist er ja. Komm her. Komm her. Ich wollte dich schon gerade umbringen, weißt du? Komm her. Ach, er zögert ein wenig. Komm her, keine Angst. Oh. Ah, er will nicht so nah ans Haus. Ach. Kommt er beide kurz mit? Also, kommt mit. Ach so, George McElroy. Oh, pardon, Mademoiselle. Ich konnte nicht an mich halten. Ah. Es war so lustig. Da ist wieder mal der Gentleman. Wem gehört denn jetzt das Pferd hier? D'Artagnan. Das ist mein Pferd. Was macht das hier? D'Artagnan. Wen? Machst du hier? Ja, naja, er roch wahrscheinlich bei Ihnen das Pferd. Naja, vielleicht denkt das Pferd dasselbe wegen Ihnen, ne? Ist ja nicht zu verkennen, Ihr Geruch, ne? Wie Sie da fährt und so. Verstehen Sie? Komm, ich bringe ihn weg. Hast du denn hier? Meine Hochzeit. Nicht eine. Meine Feier. Mal er, kann ich dich hier? Ja. Da musst du angebunden bleiben, ne? Wenn du nicht dort in den Sitzen bleiben willst. Was ist das zwischen Menschen und Pferd? Man macht den Unter den nicht um für Entschuldigung. Ja. Ich kann manchmal nicht an mich halten, wenn es so lustig ist. Aha. Wenn du das erste Mal gesehen hast, war ihr Gesicht aussieht wie schwarz. Ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast, aber. Ich hab ein kleines Waschzettel reingepackt. Am liebsten, ich will ehrlich sein, der Höhepunkt wäre eigentlich gewesen, ich hatte noch irgendwo einen Brief vom Governor, das persönlich wie er Van Hohenstein niedermachte, diesen Brief, den habe ich leider Wenn Van Hohenstein aufgetaucht wäre, hätte ich reinpacken als Andenken, damit ihr euch dran belustigen könnt. Ja, das hat andere Gründe. Wenn sie den Herrn kennen würden, dann würden sie es verstehen. Ja, aber es habt ihr euer... Guck mal, jetzt jemand diesen Esel erschießen, der stinkt wie grauenhaft. Ihr könnt McElroy gerne erschießen, aber mit dem Menschlichen, ja? Ah ja. Ja, vielleicht bitten wir das mal demnächst. Ja. Was hast du jetzt wieder im Kopf, Chuck? Ich habe überhaupt nicht im Kopf. Ich sage nur, ich habe ein Telegramm bekommen von Monsieur de la Cruz, das sehr komisch war. Ah ja. Irgend so ein Psalm. Ich kann ihn dir vorlesen, wenn du bei dem Telegramm schätzt. Ich habe das vielleicht nicht so gut verkraftet, was ich letztens mit ihm gemacht habe. Naja, wenn ich so eine Muschi wäre wie der, dann könnte ich das auch sagen, ja. Ja, erst voller L'amour, ne? Frauen haben so einen Effekt auf mich. Hast du schon hier? Nein, ich warte ja. Aber was, geht nicht voran. Pass auf dem Wetter? Was drängt ihr? Pardon, was sind das hier? Hallo, die Mademoiselle war. Hallo, die Mademoiselle war die nächste. Mané Lamont, ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht ihr nach hinten oder ich helfe euch dabei? Ist das eine Schlange? Oh, Monsieur Lamont! Ja. Das ist Schlange, sagt er. Nee, es geht hier so. Wollen wir das lustig finden?
Ich stehe gern mitten im Weg, weißt du, so in der Dunkelheit. Von Quattro auf dem Hügel da links. Also vor dir. Baby, lock the door and turn the light down. Hinter dir. Ist mir einer, echt. Der linke Seite vom Haus. Baby, we ich hab ihm mein Schmähgedicht gegeben. Bist du taub oder was? Mit wieder das Kriegsbeibel. Ja, taub und blind. Nothing thinking about so schön ist auch nicht. Was? Er hat auf, dich jetzt vorzudrehen, verpiss dich jetzt! Ich werd langsam gewonnen! Ich schwör mein Gott, ich puste! Wir haben Sternheim, Sternmann fliegt nicht zusammen, ist mir scheißegal, ich puste nicht weg! Ach Jungs, wir nehmen gleich. Verpiss euch jetzt! Los, ab jetzt! Los, weg! McFlint, das geht für dich aus! Los, da hinten mit dir! Hey, das ist doch Hochzeit, jetzt benenn dich! What I had in mind. Alter, schön. Mal wieder den Geräusche von kleinen Kindern, die spielen zu hören. Muss ich mir rein lächeln? Kann ich mir rein lächeln? Nicht verpassen. Gut, können wir ja, der oder die nächste! Oh ja. Kitty! Müssen wir ein Geschenk übergeben? Ja, natürlich. Ich übergebe mein Stück. Oh. Und für uns beide. Und wir singen natürlich. Just to be your man. Was sagen wir denn jetzt? Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ein schönes Paar. Was man so sagt. Auf keinen Fall darfst du ihm sagen, dass er einen Stock im Arsch hat. Nicht heute, ne? Wir sind ganz lieb und nett. Das ist unser Geschenk. Ich verkneife mir jeden Witz. Ain't nobody ever loved nobody. The way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Das ist anstrengend. Wir sind etwas gestresst heute. Eine Hochzeit, hol dir auch einen Akku. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Und ich glaube, du hast ein Spiel. Wenn wir was spielen, ich glaube, La Mademoiselle ist, glaube ich, sehr gut. Das Annesburg-Lied. Kannst du das spielen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Was noch? Als ich meinen Freund erstach, ist immer gut. Jetzt wird er mal lauter. Ah, das Lied von uns beiden. Meinst du Curtis und Jacques? Ja, die Hose ist Strawberry. Link. Ah, ja, da sind wir dran. Bravo. Also, schön, dass danke. Ihr da seid. Hallo. Ja, schön, dass wir kommen konnten und dass ich noch gekommen bin, ne? Ja, also erschienen, ne, meint er. Nein. Naja, deswegen kommt er auch so spät. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, wir haben... Im Abstand. Wir haben natürlich noch dieses Geschenk der Kreativität für euch und möchten euch natürlich alles Glück wünschen, ne? Auch wenn ich von der Ehe an sich nichts will, Alte, glaube ich auch nicht, dass das lange alten wird mit euch beiden. Ich habe natürlich noch was für Anna. Wie jetzt? Aber ja, ich habe auch noch ein Geschenk für die Braut. Kreativität, Pression. Dankeschön, viel Spaß damit. Und natürlich, wenn ihr möchtet, spielen wir natürlich auch ein paar Lieder. And went down, and the flames das Annesburg liegt, ne? La Mademoiselle muss sein. A ring of fire. Danke für das Theaterstück. Das kann ich vorstellen, ja dann. Sehr gut. Verkaufe es, ich brauche es nicht mehr. Alles zu Geld. Na gut. Naja, dann warten wir noch, bis Quattro fertig ist und dann legen wir los. Habt ihr einen Wunsch, was für ein Lied wir spielen? Annesburg. I fell into a burning und ring alles. Of fire. I went down, and the flames went und high. Und so einfach alles, jedes burned, Lied. Burned, naja, okay. Jeder Fall. A ring of fire. Dann euch auch,
Wie sagt man, toi, 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 ne? No? Love is sweet. Aber die ist... Ach. When heart like ours me. Yeah. Löst das was bei dir raus? Like was? Die Hochzeit, löst das was bei dir raus? Nee! Unglaublich gestresst und aggressiv. Scheiß Weg hierher, wie der Indianer war. Hey. Ja, natürlich. Aber die dich aus ja. Dieses Kerle, war das eine Frau und zwei Männer? Nein. Bei dir waren ein Mann und... Es waren drei Frauen. The Ring of Fire. Du bist ihnen nicht entkommen, ne? Was haben sie dir genommen? Verdammte Wilde. Darum werden wir uns auch noch kümmern. Aber erstmal müssen wir... Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Das hat... Nee. Dann mach nochmal. Komm, schau. Das hat ja gut geklappt mit dem Spielen des Annesburg-Lied nicht. The Ring of Fire. Hm? Wir spielen das Annesburg-Lied nicht? Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Das ist, hat ja gut geklappt mit, wir spielen das Lied nicht. Scheiße. Hey, na überhaupt nicht. Wir müssen es jetzt spielen. No? Wundervoll, Quattro. Dankeschön. Sind die mal fertig mit dem Kindergarten da hinten? Das geht mir richtig auf den Sack. Nach vorne ist ein Gentleman, der vielleicht... Naja, also sollte die Richter irgendetwas unternehmen. Er hält nicht viel von Ariel und George und er hat mir versichert, dass er ein paar elfende Ende hat. Wer? Für einen Gegengefallen. Ein Franzos. Ich habe deinen Namen vergessen. Aber sag ihm das nicht. Wer hat das gesagt? Was? Ach, wer bietet denn Hilfe an? Naja, sollten sie etwas unternehmen. Dort hinten, ein Franzose. Soll ich dich ihm vorstellen? Nee. Warum nicht? Danke nicht. Na gut, du bist heute schlecht drauf. Das verstehe ich. Super. Ja. Also wir müssen jetzt Quadro irgendwie da runterscheuchen, damit wir spielen können. Wir müssen jetzt erstmal ganz kurz gucken, wie das scheiß Annesburg-Lied war, verdammt. Wenn wir das nicht notieren. Wenn wir das nicht notieren. Natürlich, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht, verdammt. Aber beim letzten Mal hast du auch improvisiert und es war wunderbar. Ich war scheiße. Und toll. Ich war absolut scheiße. Alle haben es geliebt. Ja, die haben es gehasst. Na, geliebt haben sie es. Ach, Quatsch. Ja, deswegen haben sie uns auch $70 gegeben, ne? Das hat sie, weil sie es musste, ne? No. Es ist gefallen, gefallen hat es ihr. Bei Tag und bei Nacht arbeiten wir hart, nur die Seele lacht. Mit Pickel und Schaufel im Rhythmus der Zeit erschaffen wir Reichtum für Stadt und Leut weit. Die Annesburg-Stadt steht fest wie ein Stein und dank unserer Arbeit wird's immer so sein. Wir sind in Annesburg, ja, in Annesburg, ja, wir lieben es auch in der Not. Annesburg, Annesburg, ja, da brechen wir auch unser Brot. So war's, ne? Ja, sehr gut, genau so. My liar's game. Fantastik, ich bin begeistert. Also können wir es. Willst du da mitspielen vielleicht? Ja. I cannot repent. Quadro! Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire will burn. I will let you down. I will make auf Wiedersehen you miteinander. Ich wünsche noch eine sehr feuchtfröhliche Feier. Wunderschöne Rede. Wunderschön. Auf Wiedersehen. A million miles away. I would keep myself.
I would find a way. Oh ja. Genau. Mach es auch nochmal. Du singst. I hurt myself today. See if I will feel. I focus on the pain. The only thing that's real. Ah, jetzt bin ich vom Text gesprungen. And the need to tear a hole. Ah, richtig. Der Needle tears out. The old familiar sting. Try to kill it all the way. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My entire world. I will let you down. I will. Schön. Wunderbar. Ich danke dir. Können wir öfters machen, ne? Ja, das können wir öfter machen. Und jetzt kommt was von euch, denke ich, ja? Na, du hast schon bestimmt noch was, ja? Na, du hast aber auch noch was. Mach ja, du mal, dann komm ich, ja? Na gut, dann mach ich mal und dann kommst du, ha? Oha. Oha. Ich danke dir. Ein Applaus für Quadro. Jacques und Curtis, jetzt kommt was. Großartig! War ja nicht fantastisch! Quadro, Digga! Der Chef der. Der? Train Company! Cornwall Train Hallo? Company! Ja, hey, genau. Hab ich ja gesagt! Ist die Gitarre eigentlich zu leise, zu laut? Die Gitarre ist perfekt für uns alle hier! Monsieur Dame! Ich darf einmal Ihre Aufmerksamkeit hier auf diese Ebene ziehen. Und war das nicht eine fantastische Hochzeit, hein? War das nicht wunderbar? Super. Hier oben hier! Dieser wunderschönen Stadt. Oh, mon Dieu. Nichts passiert. Nichts passiert. Alles gut. Geben Sie mir einen Moment. Soll ich dir helfen, John? Oh, geht schon. Okay. Danke schön. Wo war ich? Ah, oui. Hier oben in den Bergen von Annesburg. Ist es nicht wunderschön hier, wenn man hier hinunter sieht? Auf die Stadt, die da so friedlich da liegt. Ich glaube, ich könnte jetzt hier einmal sagen, wäre es hier aus Annesburg und es würden mindestens die Hälfte der Leute hier einmal die Hände heben. Und sie wären stolz darauf, aus dieser wunderschönen Stadt zu sein hier. Misogley hat sich von uns ein Lied gewünscht, ein Lied, das von Ärzten kommt. Ein Lied, das nicht nur ihr Ehre bringt, sie, die Bürgermeisterin dieser wunderschönen Minenstadt. No. Oh ja. Ihnen allen soll es Ehre bringen und Freude. Die Hymne von Annesburg wird Ihnen nun präsentiert von meinem guten Freund und Bruder, Curtis Montiel. Curtis. Annesburgs Minen, bei Tag und bei Nacht, da arbeiten wir hart, nur die Seele lacht. Mit Pickel und Schaufel im Rhythmus der Zeit, da erschaffen wir Reichtum für Stadt und Leute weit. Die Annesburgstadt, sie steht fest wie ein Stein, und dank unserer Arbeit wird's immer so sein. Wir sind in Annesburg, ja, in Annesburg, ja, wir lieben es, selbst in der Not. Ja, in Annesburg, in Annesburg, da brechen wir auf unser Brot. Oh, Annesburg,
mit einem freudigen Licht unter dem Westhimmel, wo das Glück uns verspricht. Da ist Gold in den Hügeln, ein Fluss, der uns leitet, und in Ennisburg, wo uns das Abenteuer begleitet. Unsere Hände sind lau, doch die Herzen sind warm. Ja, in Ennisburgs Minen, die sind voller Charme. Und die Erde, die Gott schätze, so tief und so rein. Wir graben und hoffen im Dunkeln allein. Wir sind in Ennisburg, ja, in Ennisburg. Und wir lieben es auch. Evonia, danke für den Follow, man. Schön, ja, dass du da Ennisburg, bist. Ja, in Ennisburg, bleib hier, hier kommen noch viel schönere Dinge. Da brechen wir auch unser Brot. Oder nicht, Jacques? Natürlich, Vakotis. Ich habe das Gefühl, ich sehe ein Gesichter, die ich vorher noch nicht kannte. Gesichter, die uns vielleicht nicht kennen, oh. Was hältst du davon, wenn wir uns ihnen einmal stellen? Wir einmal sagen, wer wir sind und was wir heute Abend hier tun. Bist du dabei, Kurtis? Tolle Idee, ja. Wie ist Ihr Name? Ah, ist besser. Sie haben es eben schon gehört. Mein Freund ist Kurtis Montiel, der einzig wahre, die Engelstimme mit der Gitarre. Mein Name, in bescheidener Art und Weise, ist Jacques de Français. Oh ja. Und wir kamen hier in dieses Land, trafen uns hier und hatten einen Traum. Einen Traum, den wir nun leben und uns immer wieder erfreuen, wenn wir uns vorstellen dürfen bei Ihnen heute Abend. Und unseren Traum. Kurtis, leg los. Kurtis und Jack erleben die größten Abenteuer. Kurtis und Jack, stärker als jedes schöne Feuer. Oh? Hey, da sind wir. Kurtis und Jack und ich erzählt eben von dem Traum. Und Monsieur Dame, Sie werden sich vielleicht fragen, Monje, wer ist das? Dass Sie sich erdreisten, über Ihren Traum zu reden. No, wo wir doch alle haben einen Traum. Unser Traum, den wollen wir für uns alle leben. Unsere Strategie, Kurtis. Zusammen führen sie die Dreamers Company, denn ihre Strategie, großartig wie noch nie, gewinnen ruhig dein Geld, denn das ist es, was zählt, zusammen durch die Welt, so wie es gefällt, Kurtis. Erleben die größten Abenteuer, Kurtis und Jack. Stärker als jedes schöne Feuer, nicht wahr? Hey, wir sind stärker als jeder Ellenfeuer. Versuchen Sie uns nicht. Oh, sehen Sie nur, dort ist es. Das Feuerwerk hinter Ihnen. Und ich darf Sie warnen bei diesen Worten. Wenn Sie haben Böses im Sinn, reden Sie uns nicht unter die Augen. Warum, Kurtis? Ja, denn bringst du Böses in die Welt und Maschinenstamm mich fällt, findest du dich selbst im Inneren der Welt, Kurtis und Jack. Erleben die größten Abenteuer, Kurtis und Jack. Stärker als jedes Feuer, oder nicht? Aber ich darf Ihnen einen guten Rat geben, wenn Sie nichts Böses haben. Werden wir sicher gute Freunde werden. Und sind Sie einmal der Freund von Kurtis und Jacques, dann kann ich Ihnen versichern, Kurtis. Legst du ihnen in den Namen, gibt's auch für dich Erbarmen. Zwei große, starke Helden, die sich immer melden. Denn bist du in der Not, gibt's von ihnen Jesu Brot. Und wenn dich alle hassen, kannst du dich auf sie verlassen, Kurtis. Und Jacques, erleben die größten Abenteuer, Kurtis und Jacques. Stärker als jedes schöne Feuer. Und jetzt möchten wir Ihnen von uns beiden erzählen eine kleine Geschichte. Von mir etwas für das Brautpaar mit auf den Weg zu geben. Wissen Sie, Monsieur Dame, Mademoiselle. Wissen Sie, Monsieur Dame,
Was ist passiert? Bevor ich herkam in dieses Land, ich war Soldat. Ich war Soldat. Erste Infanterieregiment, Garde de Moment. Und ich war vor 5 Jahren dabei. In Sardin. In Sardin war ich dabei. Als jedes Glück in den Granat der Allemand erstarb. Oh. Und ich nichts mehr anderes denken und fühlen konnte als tiefste Schwärze und Traurigkeit. Und ist sie nicht auch so, die Ehe? Tiefste Schwärze und Traurigkeit. Löst es nicht etwas in uns aus, wenn wir nicht mehr mit jedem Liebe machen dürfen? Sei denn natürlich, die beiden machen das. Eben das Pariser Modell. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte dem Brautpaar nun etwas mitgeben. Halten Sie sich an etwas fest, wenn das Glück Sie verlässt. Hören Sie meine Geschichte und lernen Sie daraus, Curtis. Und was spielen wir jetzt? Na, la Mademoiselle natürlich. Ah, na klar. Was denn sonst? Oh. Es geht um das Glück. Es geht darum, es wieder greifen zu können. Im Jahr 1870. Mein Herz ist sehr schwach, aber ich sah dich. Dein Lächeln so sanft erleichterte meine Seele. Moment, Mademoiselle. La Mademoiselle, du warst mein Stern und mein Licht. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Sie dürfen tanzen im Krieg und der Liebe. Warst du mein Licht. Hey, hören Sie auf meinen Freund. Suchen Sie sich eine Mademoiselle oder einen Monsieur. Ich bin doch nicht zimperlich. Tanzen Sie zusammen. La Mademoiselle, vergessen werde ich. Oh, Mademoiselle Gémont. Unter den Sternen der Nacht trafen wir uns. Soudan. Deine Hand in meiner. Und du gabst mir einen Kuss. Trotz des Schmerzes und der Einsamkeit. La Mademoiselle, meine Liebe und Glückseligkeit. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Im Krieg und der Liebe warst du mein Licht. Meine Liebe zu dir wächst unaufhörlich. La Mademoiselle, vergessen werde ich nicht. Jetzt sind die Jahre vergangen, der Krieg ist vorbei. Aber in meinem Herz sind wir zu zweit. La Mademoiselle, durch Raum und Zeit. Du bist meine Liebe, Moskau. Meine Leid. La Mademoiselle, mit deinen zärtlichen Augen. Im Krieg und der Liebe warst du mein Licht. Meine Liebe zu dir wächst unaufhörlich. La Mademoiselle, vergessen kann ich dich nicht. Mademoiselle, nous deux. Mademoiselle. Tant tu peux les prendre, mademoiselle. Non, mademoiselle. Mon amour. Ich liebe dich. Unser Tipp für Sie: Liebe ist etwas Wunderschönes. Oh, ja. Halten Sie sich daran fest. Immer so, immer nah. Aber Sie fragen sich: So ein ungleiches Paar wie der Mann dort oben. Ich meinen Freund erstach. Oh oh. Ist das wirklich passiert? So, wir beide hier, ne? Der Monsieur dort oben und ich, so ein ungleiches Paar. Wie kommen Sie hierher? Wie können Sie hier auftreten, hier vor uns allen?
Wie kann das sein, dass sie hier zusammenstehen, ha? Ich kann Ihnen sagen, schwingen Sie mal das Standschwein. Das nächste Lied handelt von Freundschaft. Von tiefgreifender Freundschaft. Von Freundschaft, die alles überstehen kann. Ist ja der Wahnsinn, wie Sie alle tanzen können. Halten Sie die Freundschaft zu Ihren Freunden so tief, wie wir es in diesem Lied sagen. Wer nicht tanzt, wird erschossen. Ein Handschlag beim Mondschein, der ein oder andere Witz, bis beim nächsten Moment eine Klinge aufblitzt. Ich war's vor, wunderbar. Mein Freund erstach, oh, welch Ironie, doch so eine starke Freundschaft zerbrechen kann sie nie. Wir müssen hier ganz schön viel erschießen, ne? Mon Dieu, oh no, no. Zum Glück verschränkt niemand die Arme. Lassen Sie sich von der Musik leiten. Haben Sie nicht einen Freund? Und was ist das für eine Geschichte, na? No? Curtis, mon Dieu, erzähl. Was ist da passiert? Oh, welchen Missgeschick, denn es geschah so schnell. Jacques, der Französ, bin ich, der fiel auf Montier. Das Problem dabei war, das merkte Jacques nicht. Blut spritzte sehr auf Montiers Gesicht. Montier. Als ich meine Freunde starb, eine wahre Geschichte. Oh, welch Ironie. Ich kann Ihnen sagen, so eine starke Freundschaft zerbrechen kann sie niemals. Aber mon Dieu, Blut, ein Messer. Das kann die Freundschaft doch unmöglich überstanden haben, nicht wahr, Curtis? Oh ja. Was ist passiert? Wie ging es weiter? Mon Dieu, der Mann mit dem Dolch in der Hand. Jacques lag am Boden, oh no. Doch die Wunde, die verschwand. Mon Dieu. Sagte Curtis, was mache ich denn nun? Und Jacques, der sagte nur... Reich mir die Hand, wie es nur Freunde tun. Als ich meine Freunde erstach, oh, welch Ironie. Doch so eine starke Freundschaft zerbrechen kann sie nie. Und sie halfen sich auf, das Messer vergessen. Die Freundschaft so stark und die Wunde. Messen und Wien zum Arzt. Und Jacques sein Erblicken. Die Ärztin steht auf und sagt, komm, lass uns Freunde sein. Als Sie haben etwas anderes gedacht. Sagen Sie es, geben Sie es zu. Wir haben Sie erwischt. So eine starke Freundschaft zerbrechen kann sie nicht. Niemals. Nehmen Sie sich das als Beispiel. Monsieur Dame, das ist wahre Freundschaft. Sie überwindet alles. Genauso wie Monsieur Sternheim. Ja. Dann lassen wir Sie in diese Tanzglaube. Nun lassen wir Sie in diese Tanzlaune sitzen und bringen Sie weiter. Ui! Oh. Und bringen Sie weiter. Ich lerne das auch nicht. Nun, und bringen Sie weiter zu einem Ort, zu einem Saloon, wo wir ein wenig feiern wollen, ne? Oh, ich erzähle Ihnen die Geschichte und Curtis wird es noch deutlicher tun. Was passiert, wenn man richtig feiert? Alle vergessen es immer. Curtis, leg los! Nee, leg nicht los. Du musst mehr erzählen. Ich muss mehr erzählen. Erzähl doch eine Geschichte, oh? Ich erzähle doch hier. Ach so. So, noch mehr. Aber du erzählst das doch viel besser mit der Musik. Was? Damit, dass wir gehen in die Saloon. Oh. Wer war nicht schon mal in dem Saloon, ne? Wer hat dort nicht schon mal ordentlich was getrunken? Ja. Und wer hat dort nicht schon mal dafür gesorgt, dass die Leute richtig Party machen, ne? Und wer hat nicht einmal dann sich nach der Party umgesehen und gesehen, mon Dieu, was ist denn hier los? Der Tisch ist ja voller Sachen. Ich sitze hier in der kleinen Bar. Ich freue mich, denn alle meine Freunde sind da. Gott. Und dann kommst du rein und bist einfach super drauf. Ui, so wie wir alle. Ich reiß alles ab und geh auf den Tisch hier drauf. ja, das nicht. Ja. Doch und dann kam sie. Wer denn? Die Herrin vom Haus. Die Herrin? Und was macht sie? Sie rastet aus. Und na, warum? Holt ihren Holzlöffel raus. Tut sie das einfach so? Gibt mir einen drauf. Und aber schreit warum? Jetzt. Also schreit. Räum den Tisch jetzt auf. 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 Räum den Tisch jetzt auf, räum den Tisch jetzt auf, räum den Tisch jetzt auf. Ich stand auf dem Tisch und sie schaut mich an und erzählt mir das nicht sein kann. Wir tanzen auf,
dem Tisch herum und sie fragte uns, sag mal, seid ihr dumm? Nee. Räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf. Doch dann kam er, der Türsteher, und auch nicht der, sagte uns, gleich knallt es sehr. Aber doch nicht bei uns. Er packte uns gleich im Genick und dann hat er Jacques in den Arsch getreten. Ja, oh, das tat sehr weh. Räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf. Machen Sie es einfach. Wenn Sie aufgefordert werden, lassen Sie doch nicht Ihre Kram überall liegen. Genau. Wir saßen hier, jetzt auf der Straße, und dachten nur, mein Gott, welch Angemaß. Nun, was lernen wir hier jetzt daraus? Räum auch danach den Tisch jetzt auf. Räum den Tisch hier auf, räum den Tisch jetzt auf, räum den Tisch jetzt auf. Tun Sie es! Räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf, räum den Tisch hier auf. Jetzt räum doch verdammt nochmal den Tisch hier auf, danke. Mann, das ist die Ex von Valenta schon, ne? Oh. Hm? Oh ja. Gott. Habt ihr, ah, super. Der Abend wird düsterer. Alle haben aufgeräumt, ha? Wir sind in einer Stimmung, dass wir sie mitnehmen dürfen. Sind bereit dafür? Na, wir werden es sehen, aber ich kann Ihnen sagen, ziehen Sie sich lieber ein neues Paar Hosen an nach diesem Lied. Es wird Sie so erschrecken. Sie werden es nicht aushalten können. Monsieur Dame, wir müssen Sie warnen. Achtung. Es gibt böse Kräfte auf dieser Welt. Und unsere Investigation haben herausgestellt, in Valentine geht sie herum. Die dunkle Bösartigkeit in Persona. Die Ex von Valentine. Seien Sie gewarnt. Halten Sie Ihre Ute fest. Nichts kann sie aufhalten. Hören Sie auf unseren Rat. Gehen Sie nicht allein dorthin. Und dies. Sie hatten einen krummen Rücken und so lange Klauen. Unglaublich. Ihr solltet ihr niemals über den Weg laufen oder trauen. Tun Sie das nicht. Manchmal steht sie direkt hinter sie dir. Sie hat eine warze Nase. Eckelig. Oh mein Gott, welch Grauen. Es ist so erbärmlich. Dieses miese Teil anzuschauen. Hören Sie auf unseren Rat. Geht ihr des Nachts durch Höllentein, seid dabei niemals allein. Tut ihr es doch und hört sie lachen, viel zu spät in Arden. Es klingt wie Höllenläuten, wenn schnell weg, sie will euch häuten. Sie wird euch alles rauben, erst die Zähne, dann die Augen. Erst nimmt sie euch die Zähne und dann die Augen. Ja, ihre Absichten und Kräfte, die bringen nur Verderben. Ewige Dunkelheit in ihrer dunklen Hütte. Da lässt sie alle Seelen sterben. Und ihre Träume auch. An deiner Seele wird sie nageln. Das ist nicht der Angenehm. Diesen Dämon muss man jagen. Da hilft auch leider kein Gewehr. Ja, oder sie, lassen Sie es stecken. Da muss ein Scheiterhaufen her. Großer Scheiterhaufen. Auch diese böse Kreatur. Des Nachts durch Höllentein, sei dabei niemals allein, tut es doch und hört ihr lachen, viel zu spät in Arden. Es schwingt wie Höllenleute, wenn schnell weg, sie will euch häuten, sie wird euch alles rauben, erst die Zähne, dann die Augen. Erst die Zähne und dann die Augen. Mann, Jacques.
Jacques, was ist mit den Kindern? Oh nein! Oh. Dafür sind sie nicht bereit, oder, Curtis? Erzähl es ihnen, sie müssen die Wahrheit erfahren. Sie müssen die Wahrheit erfahren, sie sind doch gar nicht bereit für die Wahrheit. Haben sie sich schon einmal gefragt, warum sind nachts so wenig Kinder unterwegs in dieser Stadt in Valentine? Die Antwort wird sie schockieren. Laufen sie lieber weg, wenn sie das nicht ertragen. In Valentine. Dies. Dunkelheit. Die Hexe. Sie erwacht. Mit diesem trüben Blick. Ihre dunkle Seele gibt ihr Macht. Heimliche dunkle Macht. Auf einem Auge ist sie blind. Ja, hör auf die gute Auge. Sie sieht nur das süße Blut in ihr. Oh no, nicht das Kind. Sie oh no. Will es nur noch an sie so blind. Oh. Lauf weg, Kind. Lauf schnell weg. In den Hals schreien weiß. Oh, nicht die Kinder. Geht ihr des Nachts durch Valentine, seid dabei niemals allein. Tut ihr's doch und hört sie lachen, viel zu spät, ihr Narren. Es klingt wie Höllenleuten, rennt schnell weg, sie will euch häuten. Laufen sie weg. Gute Nacht. Erst die Zähne, dann die Augen. Erst die Zähne, dann nimmt sie euch die Augen. Die Ex ist böse. Und alt. Nichts, was man gegen sie tun kann. Nichts, was es da gibt, was man tun könnte. Hören Sie noch auf unsere Worte. Gehen Sie nicht allein des Nachts in Valentine. Tun Sie es nicht. Lieber nicht. Dann habe ich gehört, müssen die Retter des Lichts kommen. Mon Dieu! Oh, die Retter. Wer sind Sie? Der Retter, Retter. Unser Curtis, er wurde heute wieder... von jemand ganz bestimmtem, sagen wir, aufgealtet, na, Curtis? Oh. Curtis, sag mal... Tschüss. Tschüss. Curtis, sag mir, was wäre dein Traum gewesen in diesem Moment? Wie kann man ihnen einleuchten, diesen Wilden, die uns überall auflauern und Sachen stehlen? Na, ich glaub, wenn die Kavallerie da gewesen wäre, wär's nicht passiert. Mon Dieu, meinst, redest du etwa von der Kavallerie? Den ja, Elden unsere. Des Lichts? Genau die. Erzähl uns von ihnen. Soll ich das machen? Leg los. Willst du nicht erst was erzählen? Ich kann erzählen, dass wir auf weiter Flur standen und umgeben waren von diesen Wilden, die mit Kriegsgeheul und halb nackt, wie sie so herumreiten, auf uns zubrechten. Doch dann... wir fühlten uns schon verloren, ihnen ausgeliefert. Der Boden begann zu beben und hinter uns, die Natives, sie erstarrten in voller Furcht. Wir drehten uns um, folgten ihrem Blick und sahen in der Ferne eine Staubwolke. Aus der Staubwolke ragte eine Fahne. Gucken sie hinter sich, dort sehen sie die Fahne. Und die Natives... sie nahmen Reißaus, denn dort war eine Macht, gegen die sie nicht ausrichten kann. Curtis, welche Macht ist das? In der Ferne am Horizont. Da wird das Klopfen stark. Hier der Boden vibriert. Da kommen Aufrechte im Sattel. Schnell und geschwind. Und tragen blau, was jeder mag. Hey, jeder mag blau, no? Sie sind Streiter dieses Landes. Ohne Furcht und ohne Zöcke. Und sind immer ohne Furcht. Da kommen sie. Sie halten deine Hand. Aber sie müssen schnell weiter, die Natives jagen. Und sind Schützen wie eine Wand. Machen Sie sich keine Sorgen, ja. Sie sind ja da. Sie sind die Kavallerie von hier, hey. Sie sind die Helden des Lichts. Sie reiten für die Freiheit mit all ihrer Pflicht. Mit Fahne und Revolver, im wilden, weiten Land. Ist die Kavallerie von hier überall bekannt. Hey, das sind die Kavalleristen. Und wenn sie sich schon nicht fürchten... oh ja. Dann tun es die Natives, wenn sie sehen, oh!
Ja, die Fahne steht im Wind. Hey. Den Feind sie immer fällt. Und die Kugel immer trifft. Am meisten. Der solltest viel zu wenig. Aber sie brauchen ihn noch nicht, ne? Trotzdem kommen sie geschwind. Krieger des Lichts. Für die US und A. Das sind wir! Wir alle! Geben sie ihr Leben. Ohne zu zögern, ohne zu klagen. Ich sag euch, es ist wahr. Hey. Ja, wir sollten neiden üben. Auf unsere Kavalleristin hier. Trinken wir. Salü! Verlangen tun sie nichts. Noch da ist etwas. Außer den Respekt. Und den geben wir ihnen, ja. Den sie jedenfalls verdienen. Jawohl! Drum danken wir ihnen jetzt. Merci! Sie sind die Kavallerie von ihr. Sie sind die Herren des Lichts. Sie reiten für die Freiheit mit all ihrer Pflicht. Mit Fahne und Revolver im wilden, weiten Land. Durch die Kavallerie voller überall bekannt. Heraus de la Lumière. Die Helden des Lichts. Wo sind sie? Ja, genau da steht die. Hey. Großartig! Ja. Bravo. Oh. Hm. Vorverneigen. Aber auf jeden Fall. Sagen Sie... Kavallerisch kann man das mal machen, ja. Sagen Sie, waren Sie schon einmal in Saint-Denis? Noch nie. Und waren Sie noch nie, mon Dieu? Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Oh ja. Ich kam letztens aus Saint-Denis, glauben Sie mir das? Und ich war völlig erstarrt von der Kreatur, die dort aus dem Sumpf kroch. Erst dachte ich, es wäre ein Alligator. Mhm. Dann war ich mir nicht sicher. Denn die Kreatur kroch auf mich zu, langsamer als ein Alligator. Ich wunderte mich doch sehr. Sprach sie mich an, die Kreatur, mit menschlicher Zunge. Alles klar, Lamont. Ich sagte, mon Dieu, wer bist du? Die Kreatur antwortete. Schönen Namen noch. Affa, sagte die Kreatur. Wo kommst du denn daher? Fragte sie mich. Ich steckte meine Pistole weg, die ich natürlich direkt gezogen hatte. Und ich komme aus Saint-Denis. Saint-Denis? Na, da bin ich nie. Mon Dieu, sagte ich, wieso nicht? Und er begann zu erzählen, dieser Enfant. Und seine Worte, sie hielten mich auf. Die Ferne ruft, es zieht mich weg. Ich gehöre hierher, in meinen Dreck. Ich war noch nie in Saint-Denis. Ich war noch nie dort, es zieht mich fort, es ist ein Ort, was dort passiert, die Industrie, die so kultiviert. Mon Dieu, ich war erstarrt. Es lag weit in den Worten dieses Wesens. No? Und ich ließ ihn reden. Und er erzählte, ich konnte nicht mehr sitzen. Stieg ab vom Pferd. Die Industrie gefiel mir nie. Nicht so. Ich gehöre hier her. Nach Strawberry. Oder Annesburg. Annesburg. Bin hier und dort. Und der Schwert vertaucht in Annesburg. Ich war noch nie. Noch nie da. Es zieht mich vor. Es ist ein Mond. Die Industrie. So kultiviert.
Enchanting. Ort. Nicht geheuer. Denn überall ist viel zu teuer. Das ist nicht teuer. Die Schlote schießt. Sie spucken Feuer auch. Denn alles ist nicht geheuer. Denn ich war noch nie. Ich war noch nie. Ich war noch nie da. Sieht mich vor. Das ist ein Ort. Das ist ein Ort. Das ist ein Ort. Wunderbar, großartig, wie sie gesungen haben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass so viele Leute mitgesungen haben. Das erweicht unser Herz und es ging runter wie Öl. Und ja. Weißt du, letztens, wo wir in der Kutsche unterwegs waren? Und dann kamen diese... Mon Dieu, meinst du die Ganoven? Die uns überfielen. Die irren, wir erleben so einiges in diesem Land, ne? Aber bestimmt wurden sie auch in letzter Zeit mal überfallen, ne? Nun, wie wir einen Überfall überstanden. Nun, mein lieber Freund, durch dies Mon Dieu, durch dies... Merkt euch dieses Lied. Wenn ihr überfallen werdet... Ui. Das spielt einfach dieses Lied. Und dann wird alles ganz gut. Einfach. Ja. In einer alten Kutsch, so ziehen zwei Musiker fort. Durch Wälder und Dörfer, sie spielen an jedem Ort. Doch plötzlich die Maskierten, sie kamen und ruinierten unseren Abend. Aber wer blamierten sie dann doch? Denn als die Masken fielen, da war es ein Freudenschrei. Denn sie erkannten uns und wir waren nicht mehr. Einfach ist das. Spielen Sie einfach ein Lied. Und dann wird alles gut. Musik erhält das Herz. Zusammen reiten wir, gemeinsam Hand in Hand. Immer unterwegs, Richtung Sonnenuntergang. Romantisch, ne? Rauben wollten sie. Wir haben nur gelacht, denn unsere Musik hat sie einfach blatt gemacht. Besser als jede Kugel. Denn als die Masken fielen, da war es ein Freudenschrei. Denn sie erkannten uns und wir waren nicht mehr entzweit. Die Melodie erklang und die Herzen wurden weit. Mit Musik und Freundschaft ist jede Sorge leicht. Ist nicht so. Und aber was lernen wir daraus, ne? Außer dass Musik alles macht? Eine Botschaft an alle Ganoven. Die Moral von der Geschichte. Rauben lohnt sich nicht. Niemals. Sei doch nicht so fies und folg uns, sag dies. Und wenn die Masken fallen, dann wird sein Freudenschrei. Denn wenn ihr uns erkennt, sind wir nicht mehr entzweit. Die Kutsche rollt weiter und der Himmel lacht. Mit Freunden an unserer Seite, für uns ist seine Braut. Nennen Sie sich das, die Ganoven unter uns allen hier, ne? Seien Sie nicht so fies, rauben Sie nicht. Singen Sie lieber, lachen Sie mit uns. Suchen Sie Arbeit, dann finden Sie die bei Bravo. Uns. Oh. Ja, danke, danke, danke. Bravo. Wir finden euch in Ennisburg, ja gut. Natürlich. Und in Strawberry. Überall. In ganz Amerika. Wunderbar. No, das war ein kleiner Schmankerl, es sei denn, es gibt noch einen Wunsch hier aus dem Publikum.
Die wunderschöne Braut, ihr hat vielleicht noch ein Liederwunsch. Ansonsten verabschieden wir uns so langsam in die Nacht. Und hoffen darauf, dass ihr heute in dieser kleinen Hütte noch ordentlich, na, die Wände wackeln. Wollen wir mal sehen, ne? Na, also ich glaube nicht, dass Monsieur Ortega dabei sein muss, aber... Nein, nein, ich nicht. Ach so, also ich weiß, es hätte ja sein können, ich hätte jetzt gedacht, dass sie da, naja, wenn sie so offen sind, dann, also, ist ja auch in Ordnung, ne? Also, ich meine, Ortega, du gehst da nicht, nein, du kommst nicht. Also wenn ich, also das war jetzt, und hier, das ist ja jetzt aber... Was denkst du, ich gucke so oder was? Also, das ist ja jetzt sehr unangenehm, ne, also... Na, das muss dir doch nicht peinlich sein, dass du dann die Warning Block sauber machst heute Nacht. Eine wunderschöne Hochzeit. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Unser Geschenk war dieser Auftritt. Wunderbar gemacht. Danke euch. Dankeschön. Super. Das ist sehr lieb von euch. Ja, vielen Dank. Oh. So. Das war so schön. Danke, Schlägerei. Hui. Wieso nicht? Nee, die sind doch. Ja. Schöner Auftritt. Ich wollte noch fragen, Sie müssen ja, zurück Richtung Strawberry, oder? Ja, wir waren am Überlegen. Das, da, in da ist Annesburg übernachten, ne? Dass wir, ob wir in Annesburg übernachten. Wieso suchen, brauchen Sie Begleitschutz, Mademoiselle? Ja, ich muss Richtung Blackwater und... Ich kann Ihnen dann einen Vorschlag machen. Der da wäre? Ja. Wenn ja nicht die Cornwall Train Company, wenn er nicht gleich einen Zug kommt. Das macht es natürlich viel einfacher. Das ist das erste Mal. Wie, das ist das erste Mal? Um 23.10 Uhr kommt der Zug hier nach Ennisburg. Das ist in einer groben halben Stunde. Und da setzen wir uns rein, fahren bis nach Rixdächen und ich fahre Sie mit der Kutsche nach Blackwater. Hm? Ach ja, und von da kann ich auch das Pferd nehmen. So ist nicht. Oder passt das denn Pferd. Mein Pferd, oder das mit Pferd auf den Zug dann, oder? Ja, natürlich. Ah, perfekt. Selbstverständlich. Ja, dann ist das doch die beste Option. Naja, ja, also... Fragen... Reden. Naja, also wir hätten Sie natürlich auch sehr gerne begleitet, Mademoiselle. Ich würde mich vor den Kopf stoßen. Also wenn Sie sich jetzt darauf einstellen, dann würde ich natürlich auch reiten, aber da müsste man nicht was so lange. Aber schon ein wunderschönes Angebot von Mr. Ortega würde ich nicht ablehnen. Glauben Sie mir, er hat mir die Augen geöffnet, als ich hier ankam. Ich habe alle Mor geasst. Und jetzt asse ich nur noch Monsieur Sternheim. Nur ein kleiner Scherz, Monsieur. Oh mon Dieu, pardon. Mein Geschenk heute war für Sie war eigentlich heute keine bissige Bemerkungen. Da muss ich mir ein anderes Geschenk ausdenken. Ich kann einfach nicht anders, wenn ich. Ich kann einfach nicht anders, wenn ich dieses Gesicht sehe. Mon Dieu. Na, ich liebe Sie, Monsieur Sternheim. Eigentlich tief und in mir drin. Aber sehr tief. Sehr tief. Kann ich doch so nicht haben. Wirklich, wirklich sehr tief, hein? Also, ich meine. Unglaublich tief. Die Deutschen das letzte Mal in Frankreich reingegangen. Naja, sie war sicherlich nicht dabei. Gut. Dann aua. Na gut. Dann auf Wiedersehen, ne? Zusammen. Auf Wiedersehen. Götti, mach's gut. Wir sehen uns. Das ist gut. Bis bald. Kutsche. Dies hat sich schon verabschiedet. Die Melodie erklang und die Herzen wurden weit. Bist du dich nicht auch so beschwingt? Komm, wir suchen uns irgendein leichtes Mädchen hier. Machen eine Menage à trois. Oh, der Vergewaltigen. Ach so. No. Also, sowas mache ich nicht mehr. Das fühlt sich auch nicht gut an, Cortez, glaub mir. Nicht? Wirklich nicht. Viel besser ist es, wenn die Frau das will. Wirklich. Sicher? Oui. Hast du das mal gemacht?
Also, ich meine, wenn du halt... Was habt ihr gemacht, wenn da Kinder dabei waren? Habt ihr die vorher dann erschossen, oder? Ja. Macht und ja wie war deine Reise hierhin? War doch ja, sicher gut, schön, ne? Also war doch wirklich... Außer das mit den Natives. Nein, 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 das ist natürlich auch... Das tut mir auch sehr leid für dich. Und wie geht es Mani übrigens? wie ist es denn bei ihr so, ne? Ach, guck mal, die aufrichtenden Arbeiter von Annesburg. Reiten nach Hause. Pardon, in Excusement. Ah, guck, dieser schwarze Rauch, wunderbar. Warmhaft. Ja. Wie sie hier noch eine andere Hütte wird, was mit der Wasser. Und die Kurtis! 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 Oh, die Kurtis! Oh, no! Weißt du noch, wer ich bin? Jacques de Fosse. Oh, gut, alles in Ordnung. Komm, ich helfe dir auch. Ja. Oh, de. Oh Gott. Ja. Oh. Ich bin Gott sei Dank auf dem Pferd gelandet. Du dummer Gaul, was war das denn? Oh, nee. Oh, war nicht so, hä? Ich kann dich nicht mehr sehen. Das Vieh. Scheiße. Ach, gibt es hier eigentlich ein Hotel? Ja. Da haben wir doch letztens geschlafen. War ich da betrunken? Ja. Nein, ich meine nicht den Doktor. Das ist auch kein Hotel. Nein, nein, nicht da. Hier drüben. Oh je. Ja, ich bringe eben mein Pferd weg. So, erledigt. Hm? Das ist nicht das Hotel. Nein, komm. Da hatten wir einen Ménage à deux, Jacques. Ihr beide? Ja. Einen Ménage à deux. Hast du mir gesagt? Ja. Weißt du, wie viele das waren? Weißt du es noch? Naja, also de sind zwei. Deswegen wundere ich mich. Nein, nein, deux. Nicht du. Deux? Deux. 12, Jacques. Ich weiß, du bist schockiert, aber es waren 10 Frauen und sie waren wahnsinnig auf uns. Wirklich? Ja, Ménage à deux. Dann müssen wir unbedingt wieder da rein. Du hast gesagt, das hieß Ménage à deux. Und jetzt war ich ja wirklich sehr betrunken. Zwölfer. Dass ich so etwas vergessen konnte. Und wir haben ja eine schöne Mütze. Und das alles ist in diesem Bett passiert. Oh, sieht immer noch sehr zerknüdelt aus. Ja, irgendwo steckt da bestimmt noch eine Frau zwischen den Falten. War so eine Frau hier? Yeah. Ja, die war da auch drauf. Haben die so viel Schulter gezeigt, ja? Oh, da ist zu. Okay, es gibt hier zwei Bäder. Naja. Naja, dann schlafen wir halt in einem Bett. Wie mach. Ah. Gute Nacht. Chuck. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du deine Nase nicht in meiner Arschfalte stecken sollst? Aber sie stinkt so eklig. Ich werde noch Gedanken verloren aus die Fenster schlagen. Was? Naja, bevor ich schlafen gehe, ich werde noch Gedanken verloren. So, aus die Fenster starren und Geräusche machen. Ähnlich wie... Ach so, Vatergeräusche? Gut, dann kann ich mich fühlen wie ein kleiner Junge. Warte. Mal noch kurz die Tür zu. So. Gute Nacht, Pa. Oh, so. Gute Nacht, mein Junge! Ja. Mein Freund, mein Bruder. Schlaf schön. Soll ich dir noch ein Gute Nachtlied singen? Ja. Schlafe, mein Baby! Schlafe schön ein! Wenn du schön träumst, werde ich bei dir sein! Je nach Zeit! Komm ich über dich! Dann gehe ich jetzt auch schlafen. So, ihr Lieben, ich mach einmal kurz Pause. Ich bin ein paar Minuten, wenn dieses Stream jetzt beenden. Aber wenn ihr mögt, dann bin ich gleich wieder für euch da. Ja. Und ich möchte nicht einfach so jetzt hier Dinge wechseln und umstellen, sondern ich möchte einen ganz neuen Stream aufmachen. Das hilft mir auch beim Exportieren nach YouTube. Wenn euch das hier gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn wir uns wiedersehen.
Hier geht es jetzt gleich auf einem anderen Server weiter, mit einem anderen RP. Wie gesagt, wenn ihr das nicht sehen möchtet und den Jacques nicht verlieren möchtet aus den Augen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Im nächsten Mal wünsche ich euch natürlich eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss oder bis gleich.